Ich schaue nochmal, wir fangen jetzt einfach mal an. Es ist immer die große Schwierigkeit beim Denken, ist Bruch des ersten und zweiten Gebotes. Ich weise da immer wieder darauf hin, das ist so elementar, das zu verstehen, was das bedeutet. Und die Probleme bauen letztlich auf dem Bruch des zweiten Gebotes. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der sich dieses Video anschaut. Und der Geist, der das Video jetzt erlebt, diese Stimme hört, ist nichts, was in irgendeiner Form existieren kann. Sobald du an etwas Existierendes denkst, wird dieses Existierende, diese Information von dir erschaffen, von dir Geist erschaffen. Und das ist so unendlich simpel, würdest du das verstehen, und du kannst es nur verstehen, wenn du Geist bist. Das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, wenn du jetzt was erlebst, dieses Video erlebst, dann bist du Geist. Und ihr wisst, wir haben kurz bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, ich rede jetzt wieder normal raumzeitlich, es geht nicht anders, habe ich darauf hingewiesen, diese Sache mit dem Diapositiv und Dianegativ. Egal was du denkst, dasselbe ist nochmal gespiegelt in dir drin. So wie ich im Kino für ein Bild auf der Leinwand, jetzt in deiner normalen Vorstellung von Film, ein Display, ein Projektionsdia brauche, jetzt im Videobeamer nennen wir das Display, ist dasselbe in dem klassischen Abzug. Jetzt genau aufpassen, wie man früher Analogfotos noch gemacht hat. Brauche ich, um ein Foto zu halten, muss immer ein Negativ da sein, wo ich eine Hälfte wegmache und ich habe das Gespiegelte nochmal da. Was übrigens jetzt nicht mehr der Fall ist, weil wir sind jetzt digitalisiert, aber da ist dieses Raster, das wir jetzt zum Beispiel auf dem Monitor sehen, ist ja nur ein Konstrukt von digitalen Daten, die Helligkeiten von Lämpchen in Pixeln ansteuern. Und da ist es negativ praktisch das entsprechende im Arbeitsspeicher, diese Struktur von 1 und 0. Du siehst aber immer bloß eine Seite und du musst dir die andere Seite bewusst machen. Und jetzt kommen wir mal an ein großes Problem, wenn ich immer sage, im Anfang war das Programm. Der große Trugschluss, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes, wir bleiben bei dem zweiten Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel, da drunten auf der Erde, von irgendwas in dem Wasser, im Meer. Ich sage, im Meer sind keine Gedanken drin. Du musst dir dieses Meer vorstellen wie ein Punkt, wie einen absoluten Punkt, wo ich auch nenne das Internet, du kannst es auch Gott nennen. Das ist eine ganz abstrakte Vorstellung jetzt. Dieses Nihilo von Creatio ex Nihilo, wir wählen aus diesem Nichts, das alles ist, irgendeine Facette heraus und die stellen wir uns dann vor. Und jetzt ist es, im Anfang war das Programm. Die Weltvorstellung, die du hast, und jetzt kommt das Problem, der erste große Falle eines Geistes ist zu glauben, dass irgendwas, was er sich denkt, auch dann existiert, wenn er sich nichts denkt und dass er selbst mit dem, was er sich denkt, überhaupt nichts zu tun hat, im Gros der Sachen. Das ist der normale Mensch. Da wir immer zwei Seiten brauchen, brauchen wir natürlich oder benötigen wir auch hier zwei Seiten. Das heißt, ich kann jetzt ganz normales menschliches Wissen, Trockennasenaffenwissen, ich denke mir jetzt Menschen aus und denen spreche ich Folgendes zu. Ob ihnen das bewusst ist, ist eine andere Frage. Die Frage beantwortet sich eigentlich von selbst. Ein Gedanken von mir, der wird immer so sein, wie ich in mir denke. Das gilt für jeden Menschen, den ich jetzt denke. Ihr wisst, ihr meine ich jetzt meine Geistesfunken, die eigentlich ich sind, nur mit unterschiedlichen Programmen, wie oft ich darauf hinweise, dass wenn ich jetzt auch denke mal an irgendeinen Menschen, dann sind diese Geräusche, wir können das jetzt auch hinschreiben in Form von Worten, an was denkst du dann? Und dann wirst du an irgendeinen Körper, an einen Trockennasenaffenkörper denken. Dass wir gern widersprechen, wenn es anders ist. Und ich sage jetzt das Wort Mensch. Können wir jetzt austauschen, dass ich es abstrakter mache, dann sage ich, jeder Mensch, den du denkst, egal was du bei dem Wort Mensch denkst oder was du dir jetzt denkst, es ist eine Information von dir. Ich kann auch sagen, ein Gedanke. Wir lassen einmal die sinnlich wahrgenommenen Informationen weg. Und jetzt kannst du an Figuren denken, ich nenne jetzt das einmal Figuren, können wir übrigens alles wunderschön hebraisieren. Dass ich immer wieder, wenn ich sage, wenn du jetzt an Schneewittchen denkst, denkst du dir dunkelhaariges Mädchen in der Regel. Wobei, wenn du dich jetzt einmal fragst, gibt es die da außen überhaupt? Dann schmunzelst du, sagst selbstverständlich nicht, weil das ist ja bloß eine Märchenfigur.
Aber sind es eine Definitionen. Peter hat recht, der kriegt den ersten Preis. Genau. Sind es nicht Definitionen letztendlich von Worten, die wiederum steuern, wie du das empfindest? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Es ist, du bestimmst alles. Ja. Du bestimmst deine eigene Ohnmacht in dem Moment, wo du dich zu einem sterblichen Säugetier machst. So ist es, ja. Ja. Das heißt jetzt bei diesen Aussagen auf der Brösel-Ebene, wenn ich immer sage, wenn du als Brösel unter Brösel in deiner Rolle mit Menschen sprichst, Holofeeling, ich erkläre dir das, was hundertprozentig sicher ist. Und alles Leid, was du Geist erlebst, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum, nur Geist kann was erleben, niemals ein Gedanke von dir. Ja. Egal an was du denkst, egal wo du dir das hindenkst, es ist deine Information, Punkt. Und Leid beginnt, wenn du meinst, du müsstest es irgendeinen Gedanken von dir erzählen. An Kindern zum Beispiel oder den Eltern oder irgendwelchen geliebten Menschen. Die Masse wird es nicht verstehen. Du wirst ganz selten einen empfinden, der sagt, stimmt eigentlich, was du sagst. Oh ja. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis, lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt, du musst hier in eine komplette Emotionslosigkeit kommen. Das ist der Weg in die Freiheit. Du kannst dich dann immer noch freuen und immer noch traurig sein, aber ich sage, das ist das Freuen und das Traurigsein. Wenn du dir ganz bewusst einen Film anschaust und weißt, das sind rein imaginäre Bilder in mir, auf der Leinwand, in meinem Kopfkino, die das selber gar nicht erleben. Ich, nur der Zuschauer erlebt den Film. Das sind meine vier Stufen der Vergessenheit, wenn ich sage, beim Zeichentrickfilm kannst du auch mit den Figuren mitleiden. Schau dir mal neue Disney-Filme an, was für Emotionen diese Bilder auslösen können. Und da ist dir vollkommen klar, dass diese Zeichentrickfiguren, sollte dir normalerweise jetzt ein bewusster Geist klar sein, dass diese Figuren, diese Informationen, die du normalerweise als flackernde Lämpchen auf deinem Bildschirm siehst, dass die das überhaupt nicht mitkriegen. Dass die als Ding an sich gar nicht leiden können, aber die können sich auch nicht freuen, weil diese Gefühle kann nur der erleben, der sich das ausdenkt. Darum habe ich ja meine vier Stufen der Vergessenheit, wenn ich sage, beim Film, beim Realfilm, bei Nachrichten, das ist so ein primitives Schema der Machterhaltung, wo man natürlich sofort wieder an Mächtige denkt. Wir hatten jetzt erst das Thema, wir haben ja zurzeit wieder einen Wechsel. Jetzt zur Zeit, wenn ich sage, hängt immer wieder davon ab, wenn du jetzt das Video anschaust. Und du musst dir klar machen, wenn du was anschaust, wenn du was erlebst, jeder Moment ist immer jetzt. Aber dann schaust du unten hin, wann wurde das eigentlich aufgenommen und sagst, es ist ja schon 10 Jahre alt. Es wird jetzt aufgenommen und es wird jetzt abgespielt. Was in dir auftaucht, ist immer jetzt. Ja, richtig. Ja, klar. Und das habe ich 1000 Mal erzählt und ich merke, es ist bei den ganzen Äußerungen der Menschen um mich herum, selbst die wenigen, die sich jetzt, ich rede jetzt normal von Mensch zu Mensch, mit Holofeeling beschäftigen. Das heißt, eigentlich sich mit sich selbst beschäftigen, mit dem, was sie selbst sind. Das ist dieser rot geschriebene Geist, den man ja nicht denken kann. Dass man dann wieder nach Mächtige sucht. Und das ist so primitiv, dieses jetzt haben wir Wechsel, Doc. Ich habe im letzten Selbstgespräch jetzt innerhalb unserer Chronologie ganz klar darauf hingewiesen, ein seltsames Wunder vor einer Woche, das erste Mal, wir haben seit jetzt Vergangenheit, jetzt immer jetzt gedacht, seit einem Jahr, anderthalb Jahr, die großen Medien, Bild-Zeitung, Stern-TV, nur noch ein Thema Corona. Mhm. Plötzlich passiert es hier im Gazastreifen. Israel. Jetzt taucht eine Bild-Zeitung auf, wo der erste Mal, wo der Name Corona erwähnt wurde, war auf der vierten Seite. Oh, es verliert sich. Im Dach darauf auf der sechsten Seite. Die Artikel werden immer kleiner. Das ist dieses Change. Jetzt haben sie in Bezug wieder auf diese Luftangriffe auf Tel Aviv. Ja. Mhm. Gleich von vornherein. Erste Seite, schreiende Kinder. Eltern, die ihre Kinder im Arm halten. Das Thema haben wir in Syrien, das haben wir immer wieder, das, was die Massenmedien, die mir uns jetzt natürlich ausdenken. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, das Erste, wenn du Menschen manipulieren willst, jetzt bitte genau zuhören, es ist, du musst auf diesen tierischen Trieb, dass deine Kleinen, deine Kinder, dass denen ja nichts passiert. Ja. Mhm. Blutende, zerfetzte Kinderkörper, das ist das, was die Menschen jegliche Form von Verstand, diese Bilder wohlgemerkt, das sind ja nur Fetzen bei mir mit Farbe drauf oder flackernden Lämpchen, was denen jegliche Form von Selbstbewusstsein aus der Birne rausbläst. Mitleid.
Ja. Kann man Geld machen damit, wenn Spenden aufgerufen wird. Und ich sage immer wieder, wenn du mal begreifst, dass nicht so niemand leiden kann, den du dir ausdenkst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher, darum betone ich das. Zieh dich von Menschen zurück. Wenn du das jetzt versuchst zu erklären, die sagen, was ist das für ein Blödsinn und du spinnst ja und ich bringe es in die Klapse. Das sind Tode. Ja. Zurückziehen meine ich jetzt nicht, dass du jetzt auf deiner Rollenebene das nicht, haben wir ja das Thema so oft bei euch, fertig ist mit den Kindern. Ich sage, liebe deine Kinder, spielt deine Rolle weiter, so wie es deine Rolle dir vorschreibt in einem Film, aber innerlich löse dich davon, ja, weil sonst kommst du aus dieser Leitspirale nicht raus. Ja, stimmt. Im Anfang war das Programm. Darum sage ich immer wieder, wenn ich jetzt hier das, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du das alles nachvollziehen. Du kannst nachvollziehen, dass etwas, was du nicht denkst, für dich nicht existiert. Ja, absolut. Und wenn du es denkst, wirst du zwanghaft reagieren. Es ist immer die Einseitigkeiten. Jetzt ist das große Thema, jetzt geht man auf Politiker los, die hier, welche, die nur ansatzweise, das macht dieses deutsche Nachkriegstrauma aus, hier mit dem Hitler. Da haben wir übrigens auch immer 16 Seiten, nicht nur zwei Seiten. Die Frage, was jetzt stimmt, ob die stimmen, dass sie sagen, Hitler war gut, die Rechtsradikalen, oder die, die sagen, Hitler war schlechter, die Linksradikalen, ist die Frage, aber welcher Berg oder Tal ist. Weil die von der Vollkommenheit im Hintergrund überhaupt nichts wissen. All das wird nur, egal welches Wissen du von dir gibst in Bezug auf die Vergangenheit, ist geistlos nachgeäfftes Wissen, eine geistlos nachgeäffte Einseitigkeit. Ja. Das deutsche Wort Antisemitismus, in Deutschland ausgesprochen, da kann Deutschland bei seiner Vergangenheit, das gilt aber nur für die, die in dieser Spur sich diese Vergangenheit ausdenken, die sie nur vom Hören sagen können, was ja angeblich alles bewiesen ist. Da ist ein großer Vorreiter der absoluten Geistlosigkeit in Naturwissenschaft. Diese hundertprozentig sicheren Fakten der Naturwissenschaft und der Biologie sind geistlos nachgeäfftes Wissen, wo bei geistreicher Betrachtung es hundertprozentig sicher ist, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ja, Wissenschaftler nennen das unsere Axiome. Ich sage, dasselbe gilt für die Religion. Egal für welche Religion. Ein Axiom ist eine Grundannahme, die in keinster Weise überprüft werden kann, aber allgemeingültig wird es richtig angesehen. Weil das große Problem ist das Wort allgemeingültig, weil du sprichst dir jetzt, du schmackst dich zu einem Mitglied einer Allgemeinheit, die genau genommen nur eine Sekte, eine Sektion ist von extrem viel Wissen, ein kleiner Bereich von Wissen, wo du sagst, das ist das Wissen. Wenn wir jetzt Corona zum Beispiel machen, wo sind, wenn ich sage, 98% in den Nachrichten der seriösen Wissenschaftler, egal ob es um Umwelt geht, ob es um Corona geht, immer wieder der Mainstream, 98% der seriösen Wissenschaftler. Wie definieren die das? Dann sind alle, die das Gegenteil behauptet, unseriös. Und da gibt es absolute Koryphäen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Die sind aber für die, die sagen, das stimmt etwas, die sagen keine Koryphäen. Genau. Weil du in einer einseitigen, geistlos nachgeäfften Rechthaberei drin hängst. Und ich sage, das ist bei Holophilien vollkommen weg. Bei Holophilien geht es nicht darum, was richtig oder verkehrt ist. Was ist? Bei Holophilien geht es nicht darum, ob an einer Tasse der Henkel rechts oder links oder in der Mitte ist. Jetzt, wenn ich nur das Wort Tasse, wenn wir es jetzt genauer anschauen, auf Hebräisch hebraisiert, was das eigentlich bedeutet. Das mache ich jetzt gleich. Ich wollte eigentlich woanders hin, aber das passt jetzt gerade. Halt einmal das Stichwort Tasse fest, weil du weißt ja, der Brüssel-Uder wird immer vergesslicher. Was ich kurz noch sagen will am Anfang, ist das Programm. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Zeichentrickfilm anschaust, ist die Grundlage ein reines Computerprogramm. Wenn der Computer animiert ist, jetzt haben wir schon wieder zwei Möglichkeiten. Früher hat man das ja analog gezeichnet, in Einzelbildern, die man aneinander geklebt hat in Dias, braucht man ja nicht mehr, wir sind ja digitalisiert. Das ist eigentlich der Sprung, sag ich, von der Newtonschen Physik jetzt in die Quantenmechanik. Aber die Wirklichkeit ist komplett anders, weil das immer noch Vorstellungsmodelle sind, die du tätigen kannst mit deiner Basic-Logik, wie ich das nenne. Ich gehe noch einen Schritt weiter, dass man sagen, du hast jetzt nicht nur einen Film, sondern es ist ein hyperreales Videospiel in 3D.
Das heißt, was ich immer noch als meine Metapher am Monitor vor, die habe, sind jetzt unsere zwei Farbbrille, die zwei Monitore an der Farbbrille. Dann befindest du dich, sobald du dieses Spiel spielst und deine Farbbrille aufsetzt, befindest du dich praktisch in einer virtuellen Welt um dich herum, wo du mit Kopfdrehung, mit Augen, mit allem drum und dran immer ins Zentrum bist. Ja. Auch wenn du läufst, tauschen sich nur die Bilder aus. Ja. Und es wird aufgebaut auf ein Computerprogramm. Dieses Programm ist Holofeeling. Ich sage das mit einem absoluten Nachdruck. Jetzt nicht das, was du lesen kannst, weil das ja nur eine Holofeeling-Beschreibung für Basic-Logik ist. Das ist wie, wenn ich jetzt einem Basic-Computer mit Basic-Betriebssystem erklären will, was Windows ist. Ich kann nur mit Basic-Daten was darstellen. Das heißt, Windows ist gezwungen, in Basic zu kommunizieren und in Basic kannst du die Möglichkeiten von Windows gar nicht auf den Bildschirm bringen. Ja. Ich kann dich darauf hinweisen, mit den Tricks, die ich die ganze Zeit mache. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, diese Scheidung heben wir jetzt auf, dass du zuerst einmal zwei Ebenen hast. Bis dato die von dir ausgedachten Menschen, die natürlich nur dann sind, wenn du sie denkst und die genauso sind, wie du sie dir denkst, sind hier und jetzt in deinem Kopf, nur dann, wenn du sie denkst. Ich nenne das jetzt einmal die Wissenschaftler, alle normalen Menschen haben einen Glauben, den wir ihm jetzt zusprechen, diesen Menschen, die wir uns denken. Und der Grundglaube ist, da außen ist eine Welt, die ist auch unabhängig von mir da außen. Da herrschen gewisse Naturgesetze, die die jetzt von uns ausgedachte Wissenschaft im Laufe der Jahrhunderte immer mehr erforscht haben. Und jetzt in der neuesten Zeit mit der Computertechnik ist man immer mehr in der Lage, diese Naturgesetze auf einen Computer zu simulieren. Mhm. Interessant. Ja. Okay? Ja. Es ist Gegenstand, den man setzt, das ist jetzt die Menschheit um dich herum. Holofeeling kommt jetzt der große Bruch, dass du selbst dieser Computer bist, ist gleich der träumende Geist. Und das Programm in dir bestimmt, was auftaucht. Ja. Nur das Programm und die Daten. Und wie das alles zusammenhängt und funktioniert. Und ich kann jetzt ganz von vornherein, Fettings, ihr seid alte Hasen, ich rede jetzt wieder von Brösel zu Brösel in der normalen Logik, dass ich vor 20 Jahren schon erzählt habe, wenn wir jetzt eine Golfsimulation oder was machen, irgendeine 3D-Simulation auf unserer VR-Brille, die es ja damals eigentlich in dieser virtuellen Welt noch gar nicht gegeben hat zu dem Zeitpunkt, schon als 3D-Bilder, aber nicht jetzt hier im computertechnischen Sinn, dass du, wenn du, ich mache jetzt einfach mal, wir schmeißen einen Stein, wir können jetzt sagen einen Golfball, dann wirst du auf dem Programm das ganz normale Gesetz der Flugbahn haben, das du Newton'sche Gesetz, das du in jedem Physikbuch oder Physiksimulator, da kannst du physikalische Gesetze, kann man, könnte ich euch jetzt zeigen, solche Programme, wo man ganz grob das physikalische Gesetz Flugbahn. Das ist auf dem Programm drauf. Das heißt, in jeder virtuellen Welt, die physikalischen Gesetze, Schattenwürfe, wie Schatten geworfen werden, wenn du dich jetzt einmal auseinandersetzt mit neuen 3D-Grafikkarten, die neuesten Grafikkarten für Stereo, für Verabredung. Wie weit das, wie tief das, was das für ein Wissensgebiet ist, was man da noch berücksichtigen muss, weil man immer nur einen kleinen Ausschnitt hat, wenn du schwenkst, das wird ja nur das berechnet, was du auf dem Bildschirm hast. Und du musst aber, wenn ich Schatten richtig darstellen will, muss ich aus, was rechts und links außerhalb ist, liegt, weil muss ich mit berücksichtigen, die bisher nicht berücksichtigt wurden, um wirklich dieses absolut reale, bis ins kleinste Detail dargestellte 3D-Bild erzeugen kann durch die Rechnung. Ja. Und du wirst jetzt merken, du musst, sobald du detailliert was, musst du in das Spezialwissen reingehen. Ja. Und ich sage, hier ist unendlich viel Wissen und bei Holofeeling geht es jetzt nicht um Vielwisserei. Ich erkläre das kindgerecht. Ich spreche nur Sachen an, die für sich nötig wären, dass du jahrelang studierst und dann gehst du in eine Sackgasse rein und du bist für alles andere blind. Und kommst dir unendlich gescheit vor. Das heißt, auch die klassische Naturwissenschaft in ihrem Komplex, ich nehme immer die Medizin, früher habe ich vor 20 Jahren habe ich gesagt, wenn einer ein bisschen an einem Gehirn, am offenen Schädel, am Gehirn rumschraubt, der wird sich nie eine Herztransplantation, eine Herztransplantation wagen. Und einer, der sich traut, Herzen umzupflanzen, jetzt normal ausgedacht, der wird nie an einem offenen Gehirn rumschrauben, weil er sagt, da habe ich keine Ahnung. Ja, eben. Das geht so weit in der Spezialisierung und da zitiere ich jetzt meine Frau, die seit fast 20 Jahren Operationsberichte schreibt im Krankenhaus. Wenn sie auf, weil
Ausländer sprechen schlecht Bafono. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass die manchmal ein Wort nicht richtig hört. Dieser medizinischen Roche, die hat es ja mehr drauf wie alle Ärzte, wenn da junge Ärzte drin sind und die meinen dann immer, das ist ein Dipse. Ich sag zu denen ihr mal, was du in den letzten 17 Jahren an Berichten geschrieben hast, an Operationsberichten und Arztberichten geschrieben hast, wenn da junge Arzt ist, die aufgeblasen sind mit 25, 26 Jahren, so viel wirst du in deinem ganzen Leben niemals diktieren, wie ich schon geschrieben habe, weil ich nämlich für sehr viele Ärzte diese Operationsberichte schreibe. Ja. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt da irgendeinen Begriff hat und sie versteht ihn nicht richtig und es ist ein Arzt oft drin, wo sie sagt, ja, Herr Doktor, schauen Sie mal bitte her, was heißt denn das? Das kann ich nicht identifizieren. Dann sieht er oben, meinetwegen Operationschirurgien, dann sagt er, das weiß ich auch nicht, ich bin von der Innern. Oder umgekehrt. Ja. Aha, dann merkst du schon die Fachidioten. Das Allgemeinwissen haben natürlich alle, wenn du ein Medizinstudium machst. Ja. Aber das, was die in der Innern diktieren, sagen die Chirurgen, habe ich keine Ahnung, ich bin von der Chirurgie. Das ist das Fachidiotentum. Jetzt haben wir ja, ich habe das schon mal angesprochen, in der klassischen Psychologie auch das ganze Wissen. Erinnert euch an den Sehstrahl von Euklid? Ja, ja. Dass da von innen was nach außen geht, ja. Was ja belächelt wird von der Naturwissenschaft, weil wir wissen ja, es kommt ja von außen nach innen, wir haben wieder unsere zwei Seiten. Und die neueste Psychologie, diese ganze Sache, gibt eigentlich dem jetzt schon irgendwie recht. Was aber in keinster Weise den normalen, geistlosen Menschen hindert, das, was für ihn hundertprozentig sicher ist, in Frage zu stellen, ist widerlegt nämlich letztendlich dieser Eintracker vom letzten Video, wo ich angesprochen habe. Ja. Der widerlegt, dass du irgendein Objekt, das da außen ist, mit den Augen, mit dem Blickwinkel folgst, sondern dein Blickwinkel baut die Bilder in dir auf. Ja. Ich sage mal, den Joystick, wo du ihn bewegst. Du Spieler mit deiner Logik, das verändert deine VR-Brille und nicht, weil da außen was ist, du halt das anschaust, was da außen ist oder das da außen ist. Durch das Verändern der Eingabe an dem Joystick, der Kopfdrehung in der VR-Brille, verändert sich das Bild. Ja. Und du musst dich komplett lesen, dass die Bilder da außen sind und du halt da oder da hinschaust, sondern dieser Blickwinkel ist die Eingabe, die aus dem Programm, wo alles gleichzeitig ist, die Bilder aufbaut. Ja. Und jetzt sage ich dir gleich, jetzt haben wir die zwei Seiten wieder. Und das symbolisiert ich mit meinem Klingelingeling-Beispiel. Ich sage, die zwei Seiten, da fange ich jetzt nicht noch an, ich sage nicht, das ist richtig und das ist verkehrt. Es sind zwei verschiedene Denkmöglichkeiten. Der Unterschied besteht darin, das ist Klingelingeling, klingelt es weiter außen einer ist, der mich anruft, oder weil in mir im Traum ein Geräusch Klingelingeling auftaucht, wo ich keinen Einfluss drauf habe, denke ich zwanghaft an einen Anrufer. Das ist gespiegelt. Ja, eben. Die eine Seite kannst du überprüfen und die andere Seite kannst du nicht überprüfen. Die eine Seite ist hundertprozentig sicher, de facto hundertprozentig sicher, überprüfbar, beobachtbar genau genommen. Ich kann das beobachten, was in mir abläuft, aber nur, wenn ich Geist bin. Ja. Lass das bitte auf dich wirken. Du kannst dich von dem, was du zu sein glaubst, lösen, ohne dass du jetzt nicht mehr an dich selbst denkst. Du kannst an dich denken, aber dir bewusst machen, das bin ich nicht, das ist ein Gedanke von mir. Und dann kannst du ganz bewusst beobachten, das ist mein Beispiel, du setzt dich als träumenden Geist. Es geht nur, es dreht sich alles nur um dich, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und dann kannst du beobachten, was in dir auftaucht. Das ist, wenn ich jetzt wieder so schnipp, die zwei Pixelmännchen vor dir jetzt, zwei Stück von den drei, haben alle drei, Entschuldigung, alle drei haben eine Brille auf den Augen. Ist dir die Brille aufgefallen? Jetzt siehst du die Brillen auf dem Peter, auf dem Margot-Pixel-Arrangement und auf dem Udo-Pixel-Arrangement siehst du jetzt die Brillen. Stimmt oder stimmt? Waren diese Brillen die ganze Zeit bewusst da? Oder diese kleinen mexikanischen Maya-Figuren hinter Peter und Margot? Hast du die gesehen? Jetzt schaust du sie an. Schau genau zwischen den zwei Köpfen, wo meine kleine Synthese hinten hängen. Aber sind es Köpfe, was du siehst? Bei Holofeeling geht es einfach nur darum, was jetzt wirklich da ist. Das musst du dir bewusst machen. Der Ton bricht ab. Jetzt ist er wieder da. Also bei Holofeeling geht es nur darum, was jetzt wirklich da ist und was du aus diesen Reizauslösern machst. Ja. Und wenn du darüber diskutieren willst, dass das da außen jetzt ist, irgendwo in Überlingen, dann ist das für dich so. Ich will dich von deinem Glauben, von deinem derzeitigen Glauben überhaupt nicht abbringen.
Weil ich sage, jeder, egal was du jetzt behauptest, es ist doch für dich so. Wieso soll ich dann behaupten, dass es nicht so ist, wenn du es doch glaubst, dass es so ist? Aber die Welt und die Wirklichkeit schätze ich einen Dreck drum, was du geistloser Narr glaubst. Du solltest jetzt erst einmal bewusst machen, was du selbst bist und was du jetzt siehst, wenn du eine Zeitung in der Hand hast. Dann hast du auf deiner Farbbrille eine sinnlich wahrgenommene Information eines Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Oder einen Monitor jetzt vor dir hier mit flackernden Lämpchen. Das ist hundertprozentig sicher. Und wie du jetzt darauf reagierst, kannst du dir nicht raussuchen. Da reite ich drauf rum. Das ist der Schwerpunkt von Holophilie. Ich sage immer wieder, wie ich dir dann erkläre, wie du funktionierst. Das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Da können wir dann gleich reingehen. Das ist ein arithmetisches System, das sich deinen Weisen deiner Welt, die alle nur in einem aufgeblasenen Wahn, der dann in Kruger-Effekt, Wissenschaft, das ist das, umso weniger, umso mehr du Halbweisheitler bist, umso mehr wähnst du dich sicher, dass das, was du geistlos nachäffst, dass das richtig ist. Das wird mir jetzt jeder etwas gebildete Wissenschaftler unterschreiben. Wenn er nur ansatzweise was von Psychologie gelernt hat, studiert hat, zum Beispiel unser Professor Lesch. Ich nehme jetzt, denn ich mag, ich liebe mein Harry, das Tierchen, habe ich ein schönes Konstrukt, ein schönes Männchen in einem Traum erschaffen. Ja. Keiner leidet doch mehr, oder mein Gassner, das ist ein von ohnehin Fluch. Ja, süß. Es leidet doch keiner mehr unter dem Dunning-Kruger-Effekt, wie die sogenannten Wissenschaftler, die meinen, die wüssten was. Wir Wissenschaftler wissen ja, wir Mediziner wissen ja. Was wisst ihr denn? Was für Ahnung hast du von Hammer, wenn du normaler Schulmediziner bist? Sobald deiner Logik was widerspricht, ist das falsch. Das heißt, wenn ich weiß, dass der Henkel rechts ist und einer behauptet, der ist links, ist das ein Idiot. Ich habe die Tasse übrigens nicht vergessen. Hast du die Tasse vergessen? Nein. Nein. Und jetzt schauen wir uns einfach einmal die Tasse an. Ich habe es auch im Kopf. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal, ich gebe jetzt einmal hier, welche hebräischen Wörter heißen das? Das ist interessant, ne? Ja. Das ist die Falschheit, die Verkehrtheit. Immer wieder dran denken, wir haben eine Seite, die ist richtig und eine Seite, die ist verkehrt. Ja. Jetzt ist natürlich, was löst das Wort verkehrt? Falsch kommt vom Faller von Falle. Ja. Die Falle ist, dass du von Filmperspektiven bloß eine als richtig ansiehst. Das ist gut, ja. Ist jetzt ein Berg ein Dall oder ein Dall ein Berg? Das ist, du entstellst etwas aus der Mitte heraus. Entstellen heißt etwas vor sich hinstellen. Wir haben das so oft gehabt, dieses Entstellen. Die Kleinigkeiten, man kann das nicht oft genug sagen, diese Kleinigkeiten, bring mir doch einen Menschen jetzt, und du musst immer wissen, die Menschen um dich herum, die du dir ausdenkst, die letztendlich nur deine Informationen sind, sind immer Spiegelungen von deinem eigenen Intellekt. Das sind Spiegelfacetten von deinem eigenen Intellekt. Ich mache mal einen kleinen Sprung in dem vorhergehenden Video mit meinem Moritz. Ach ja. Ist ja sehr spaßige, lehrreiche Geschichte gewesen. Ihr wisst, wie begeistert, jetzt rede ich wieder normal, wie begeistert dieser Busch von dem Udo ist. Ja. Er hat ihn ja förmlich vergöttert. Ja. Am Schluss sage ich ganz definitiv, hör auf, irgendeinen Gedanken von dir zu vergöttern. Und dann ist es ja, er sagt dann noch hier, ich teste dich, sei vorsichtig, und dann sagt er, teste mich, schlage mich rein. Habe ich eigentlich mal gemacht, aber du merkst, wenn ich weiß immer, wo ich meinen göttlichen Finger hinlegen muss, dass die aufschreien. Wegen nichts. Ja. Eigentlich wegen nichts, wie er abgestürzt ist und wo er dann in seiner Not, wenn das Ego sich aufbäumt, kein Vorwurf mehr, beschreibe jetzt nur einen Vorgang, dann sagt, du hast keinen Respekt, sagt er zu mir. Ich sage, ich bin der Respekt. Ich bin die Zurückspiegelung deines eigenen Charakters. Und zwar musst du jetzt unterscheiden, was du siehst. Es war die Physiognomie, ein aufgebrachtes Pixelmännchen, gedeutete Physiognomie und einer, der nur lächelt und ruhig da sitzt. Aber das hat er nicht gesehen. Er hat nur seine Aufgebrachtheit in mich hineinprojiziert.
Darum sage ich immer wieder in dem Buch, du bist ich. Ich ziemlich am Anfang sage ich, ich spiegle alle, die den Udo Petscher bewerten. Der muss nicht einmal als Bild da sein, sondern auch ein Charakter, den die sich ja ausdenken in Bezug auf den Udo. Ich spiegle nur deinen eigenen Charakter. Ob du mich jetzt als einen ganz tollen, einen liebevollen siehst oder ein absolutes Arschloch. Das meint, das ist Gott. Es ist das Spiegelbild von dir selber, weil du dann Gott bist, der bestimmt, dass ich ein totales Arschloch bin. Und ich kann dann gar nicht anders sein, wie du mich dir ausdenkst, weil es gilt ja für alles, was du ausdenkst. Egal, was du denkst, es ist, wenn du es denkst und genauso, wie du es denkst. Das heißt, wenn umso mehr du dich aufregst, ich sage, umso mehr du in den Spiegel reinschreist, umso mehr schreit er zurück. Was wir übrigens auch 16 Seiten haben. Aber diese Vorsilbe end, wenn ich nicht einmal diese Vorsilbe end verstehe, das ist übrigens hier ND, die, wenn wir das jetzt hier normal hebraisieren, da haben wir zuerst einmal das Gegebene. Die existierende Erscheinung, wenn wir das jetzt lesen. Das ist das, was Gag eben ist, immer wieder zuerst einmal hier, in welche Seite schaust du? Und das bin ich so oft drücken, wenn du das magst. Das drückt in Bildung mit Verben etwas aus. Es drückt etwas aus dir heraus. Das ist nämlich zuerst einmal eine polare Existenz. Bistabil, immer dran denken, das V ist eine Bistabilität. Das heißt, von zwei Möglichkeiten ist nur eine in der Anschau. Ist es jetzt hell oder ist es dunkel? Dann fällt das V auf die rechte oder auf die linke Seite. Außer du kannst die Balance halten. Und das erweckt eine polare Existenz. Das etwas, jetzt sagen wir, et ist 70-400, ist eine augenblickliche Erscheinung. Augen hast wieder einen Beckenblick, der aber jetzt doppelt, zwei V, die stabil stehen, doppelt aufgespannt ist. Du siehst aber nur die eine Seite. Wieder rückgängig gemacht, in den Ausgangszustand geführt wird. Das ist, wenn du dir was ausdenkst, denk immer wieder, alles, was du denkst, ist wie wenn du in einen Spiegel reinschaust. Das gehört dann zurück. Ich respektiere, Speculum ist der Spiegel. SB ist übrigens die Schinnwelle, die Schwelle. Ja. Dann wird etwas entfernt, das heißt, es wird vor dich hingestellt und es wird dann wieder aufgelöst. Die Entfernung. Das ist dieser Satz drückt eigentlich alles aus in diesen sechs Stufen. Genau. Okay, wir wollen ganz kurz zu dem Verdrehen. Dass diese Tasse, das, schau mal hier mal hin, was hier passiert. Schau, äußere Wert ist 170. Merkt ihr das? Atpasch, die 3, 4 liebe ich ja. Nächste nochmal eine 3 hin dran, dann haben wir unsere 3, 4, 3. Genau. Und 890. Wir springen als erstes mal in die 890 rein. 800, wenn ich jetzt das, ich kann natürlich auch 98 lesen. Das ist, die Nullen kann man berücksichtigen. Ob du das jetzt hier in Einzelschritten 890 lesen musst oder 890 oder 890, das sind ja Möglichkeiten, das sind wie Perspektive einer Tasse. Ja, richtig. Jetzt lassen wir aber mal die 890. 800 ist ja das NP. Das haben wir jetzt ganz neu zugegeben. Ja, genau. Dann brauchen wir praktisch 90, 800, weil das NP, dass wir die 800 kriegen. Und dann kommst du ja, dann taucht etwas in dir auf. Auftauchen. Schwimmen, genau genommen, heißt das Auftauchen auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ja, interessant, ein äußerer Wert ist jetzt 170. Wir haben dieselbe, ich habe umgeschalten. Auf die Tasse. Hier. Das heißt, ZB ist das da mal hier ganz schlichtweg und einfach, wenn wir das baulesen, die Geburt von Wissen. Das ist jetzt neu dabei. Da muss ich übrigens noch ganz kurz was dazu sagen, wenn wir uns diese Endzeichen anschauen. Ich habe da lange überlegt, dass das nicht zu groß wird. Und zwar geht es mir, das schiebe ich jetzt ganz kurz ein, um diese zwei Endzeichen, wenn wir das Endmem machen. Ich mache einmal hier am, dass das angezeigt wird. Das ist ja immer, normal war das so in der Anzeige. Das macht übrigens den Unterschied dann immer aus, ob du der äußere Wert und der Totalwert kann sich verschieben. Der Totalwert, wenn ich jetzt 1,40 schreibe, der Totalwert ist, dass das 40 Mem als Endmem die 600 ist. Ja. Das ist hebräische Kabbala. Da habe ich jetzt auch nur geschrieben, das rot gelesen als Endmem, das geistige Meer, und da habe ich jetzt als Subix das absolute im Meer. Da haben wir uns zwei jetzt das E-Quadrat. Da ist eine Ausnahme. Ich habe überlegt, ob ich es dazu schreibe. In der hebräischen Grammatik ist dieses Endmem ein besitzanzeigendes Fürwort. Und zwar heißt es ihr in Bezug auf Männer, auf Geist. Ja. Ich könnte jetzt dessen praktisch lesen, dann ihre Schöpfung, wenn wir das hier ganz normal als Schöpfung machen. Ja. Ihre Schöpfung, die Schöpfung praktisch von Geistern.
Und dasselbe ist fürs N am Ende, das ist Besitzanzeigen des Fürwort. Mhm. Das ist jetzt dasselbe auch hier in Bezug auf Frauen. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt das noch dazu geschrieben hätte, dann wird es mir, ich würde es extrem einfach halten. Ja, ja. Okay. Das wollte ich jetzt bloß hier noch mit dazu erwähnen. Aber wir bleiben jetzt ganz einfach bei unserer 1890. Das ist also praktisch auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ja. Wenn ich jetzt das einzeln sehe, ist es also hier das nächste, die Tasse, diese eigenartige Spiegelung. Das heißt, es wird etwas verdreht, weil wir haben eine Richtung und eine Falle, das ist die Verkehrheit, die Kehrseite. Und das führt dich ständig in die Irre, wenn du dieses Prinzip nicht verstanden hast, dass Wellenberg und Wellental halt definitiv aus zwei Seiten besteht. Das ist jetzt unsere 890. Ja. Und das ist immer, wenn ich jetzt 70 als Augenblick nehme und die 100 ist ein affiner Augenblick. Ganz nebenbei der Atmosphäre, das Geheimnis liegt im Ei. Interessant, wir wissen Ei, also 11, gibt natürlich mehrere Elfs, dieses Elf, dieses Ei, ist zuerst einmal nichts. Ja. Und die Insel, wie ich immer wieder sage, du denkst dir eine Nulllinie, unseren Meeresspiegel, und wenn wir da einen Wasserberg herausheben, dann ist das Erste, was auftaucht, ein Berg aus Wasser. Mhm. Und das hast du hier, das hast du hier drin, darum ist der Atbasch gespiegelt 1 und der verborgene Wert ist die göttliche Spiegelung. Ja. Wenn man das jetzt einfach nur rot-blau liest. Ja. Darum ist es so simpel, darum sage ich, das ist der Schlüssel, der dir alles erklärt, in Basic wohlgemerkt noch. Ja. Das ist wie wenn ich populärwissenschaftlich erkläre, wie Computerprogramme funktionieren. Und jetzt, zaff, auch mit einem Waff dazwischen hast du die Geburt vom Wissen. Und auftauchen. Das aufgespannte Wissen. Mhm. So, und jetzt springen wir die Tasse, die haben wir uns jetzt kurz angeschaut. Da wird es natürlich jetzt ganz hier, dass man hier von vornherein schaut, es beginnt schon mit SB. Das ist jetzt das eigentliche Wort für die Tasse. Und SB, wissen wir, das raumzeitliche Wissen ist wieder eingegeben, ist eine Schwelle. Schienwelle heißt eine logische Welle. Ja. Und darum nennt man die Tasse auch ein Becken, eine Schale. Ein polares Eck, das zu existieren anfängt. Die Schwelle von Licht. Das ist nur dieses Spiel mit dem Rot-Blau-Lesen. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir mal die Tasse ganz einfach ein auf hebräische Zeichen. Wir machen ein T, wir machen ein Ain. Das Doppel-S ist ein Shin. Und hin machen wir He dran. Da steht jetzt eigentlich, das kann ich jetzt lesen, Tasche, Tasse, als Sinn, ein linkspunktiertes Shin. Schau, was jetzt da steht. Du machst es, du tust es, du bereitest es, du arbeitest es aus. Das heißt, du denkst dir zuerst einmal eine Tasse aus. Und erst wenn du dir eine Tasse ausdenkst, kannst du sagen, der Henkel ist rechts, der Henkel ist links, der Henkel ist in der Mitte oder das Ding hat gar keinen Henkel. Ja. Und wir wissen, es sind 16 Seiten insgesamt. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, gibt es genügend Videos. Jetzt, taff als Vorsilbe, esse, das ist esse oder asse. Das wollen wir jetzt natürlich einzeln machen, weil das natürlich sehr, sehr interessant, weil dann sage ich immer wieder, da steckt auch das Wort aktivieren, ausführen aus dir. Ich sage immer, du stellst dir was vor, du denkst dir aus dir was heraus, was natürlich nie da außen ist. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mir jetzt einen Mond ausdenke oder ich denke mir Schneewittchen aus? Es ist kein Unterschied. Bloß dem Mond, jetzt schau in dich rein, sagt du dem, und mach dir vollkommen als Geist bewusst, was der Zweite, was die Logik, die du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, das Programm dir jetzt vorschreibt, was du glauben sollst. Was du glaubst, du hast einen Bestimmer, der absolut bestimmt, was du glaubst und in deinem Kopf verwirklichst, und das ist dein eigener Intellekt, der gar nicht dein Intellekt, den Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt, ist etwas, was du dir nicht raussuchen konntest. Ja. Den Mond denke ich mir jetzt aus, und als normaler, geistloser Trockennasenaffe bist du hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass der Mond auch dann da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und wenn du ihn tagsüber am Himmel hochschaust und du siehst keinen Mond, weißt du, dass er trotzdem da ist, aber auf der anderen Seite. Wenn du an Schneewittchen denkst, dass du dir ausdenkst, dass wir uns jetzt ins Nimmerland denken können, meinetwegen, ist dir vollkommen klar, dass weder das Nimmerland noch dieses Schneewittchen jetzt irgendwo da außen rumläuft oder es jemals in der Vergangenheit rumgelaufen ist. Dasselbe gilt für alles, was du denkst.
egal wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt, weil du es denkst, und es ist niemals da außen gewesen, ist auch nicht jetzt da außen und schon gar nicht da, wo du dir es hindenkst, sondern es ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Das ist das Einzige, was du zu akzeptieren hast, weil das hundertprozentig sicher ist. Und wenn du jetzt meinst, du müsstest irgendeinen Gedanken von dir, den wir jetzt irgendeinen Menschen nennen, davon überzeugen, der es nicht glauben will, wirst du riesengroße Probleme bekommen. Aber nicht, weil der Mensch dumm ist oder böse ist, er ist einfach nur ein Gedanke. Du versuchst einen Gedanken von dir, von irgendwas zu überzeugen, weil dieser Gedanke, ich sage jetzt einmal bewusst, nicht das glaubt, was du willst, dass er glaubt. Und dabei hast du vergessen, dass der Gedanke genauso ist, wie du in dir denkst. Genau. Ja. Es ist wie mit einem Spiegelbild. Du stellst dich vor den Spiegel hin und du schreist den Spiegel an. Und dann wird vor dir einer sein, der zurückschreit. Und du bist jetzt ganz wahnsinnig, weil der halt endlich dein Maul. Und er wird immer mehr schreien, umso mehr du in Rage kommst. Und einfach mal die Schnauze halten, sei du durch, dann ist der auch durch. Druck erzeugt Gegendruck. Du musst der Erste sein, der loslässt. Ja. Und das absolut in die Irre führende, die absolut in die Irre führende Tätigkeit zu glauben, deine Welt wird besser, wenn alle anfangen, das zu wissen. Das ist wie wenn du sagst, meine Gedanken müssen das wissen. Gedanken können nichts wissen. Die werden das wissen, was du dir denkst, was sie wissen. Du hast es in der Hand. Ja. Und jetzt wirst du langsam verstehen anfängen, wenn nur ein Hauch von Geist in dir drin ist, wenn ich sage, ich erkläre es nur den, der jetzt ganz aufmerksam mich sprechen will. Und das ist nicht irgendein Gedanke, den du dir denkst. Das ist nicht der, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Und es kann der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das nur deshalb wissen, weil du das dir denkst. Yeah. Wenn du dir das denkst, du kannst ja nicht auch denken, das ist ein totaler Schwätzer. Dann ist er total der Schwätzer für dich, weil jeder, den du dir denkst, so ist, wie du in dir denkst. Aber die Betonung liegt jetzt auf dir. Das ist immer Ursache davon, ist der, der du zu sein glaubst, der symbolisch steht für den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und darum ist dein Er ist, das ist ja, ich mache das ja immer rot mit unserem R-Quadrat, S-Quadrat, das bin ich und du. Brachte, bringt hervor, er stellte her, errichtete. Das ist die Tasse. Da habe ich die Tasse, T-Asse, da habe ich die Tasse versteckt. Und da haben wir jetzt erst einmal die klassischen Seiten, die 16 Seiten unserer Tasse. Da haben wir die schönen Bildchen. Muss ich immer nochmal bei mir dann eine Innensicht, eine Außensicht. Ich glaube, das ist jetzt ein komplettes Thema für sich selber. Soviel zum Thema der Tasse. Jetzt will ich da ganz kurz einen Sprung machen in eine Symbolik. Und zwar, ich denke mir jetzt an Cam aus, der hat zwei schöne Videos reingestellt. Das ist das erste, ist dieses Video. Für die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, wie der Udo zum Beispiel, darum benutze ich einen Übersetzer. Die Kiste ist voller elender Kreaturen, aber eine von ihnen gehört nicht dorthin. Was ist die Kiste? Das ist die Arche. Mhm. Wir haben zwei Möglichkeiten, eine Kiste zu machen. Thema, ja. Wir schauen uns erst einmal das Wort für Kiste an. Das ist jetzt wohlgemerkt, deutsche Eingabe, Kiste, ganzes Wort auf Hebräisch. Da haben wir jetzt erst einmal eine Kiste, ein Kästchen, das ist das erste Wort, wir können das dann immer wieder in Einzelteile zerlegen, das heißt, ich bin ängstlich, aufgeschreckt, erregt. Ich werde aufgeregt, ich bin in Unruhe. Die Kiste, in der du eingesperrt bist, das ist dein Kopf. Dein jetziger, ausgedachter Kopf. Ich nenne das ein peripherer Mittelpunkt, nicht zu verwechseln mit dem roten Kopf, das ist der absolute Mittelpunkt. Und da steckt jetzt auch der Kasten schon mit drin. Die Kiste ist ja Kasten. Ich zanke, ich tobe, ich streite. Das ist wie wenn du in einen Spiegel reinschreist, du meinst, du müsstest dein Spiegelbild von irgendetwas überzeugen. Das ist auch der Stack mit Steinen im Auftrag des Teufels, den du mit mir nimmst. Die man ins Gleichgewicht bringen muss. Die Satteltasche. Im Hebräischen haben wir zwei Wörter für Kiste. Das ist einmal unsere berühmte Deba, die schreibt sich ja so. Jetzt genau aufpassen, das ist T-B-H, Deba. Das ist die Arche, das ist der Kasten. Das ist, zum einen ist das hier die Arche Noah, das Kästchen, wo der Mose, der Mosche, der aus dem Wasser gezogen wurde, hineingelegt wird, wo dann
die Schwester vom Pharao ihn rauszieht, in dieser biblischen Geschichte unendlich tief, dann ist es auch noch der Rumpf eines Schiffes, da müssten wir jetzt noch wissen, dass das Wort Schiff Arni auch das blaue Ich ist. Ja. Das ist praktisch der Körper deines Ichs. Das ist die eine Kiste, der Kasten. Und die zweite Möglichkeit, das schreibt sich jetzt genau aufpassen. Wir haben ja zwei verschiedene T, das ist die Spiegelung der Neun, das B bleibt das B und das, für das A machen wir jetzt Ayin. Die Deba, das ist nämlich auch eine Kiste. Ach, Entschuldigung. Dieses Deba jetzt gespiegelt, ne, das ist keine Kiste, sondern das ist die Natur. Mhm. Das hebräische Wort für Natur. Und das heißt jetzt auch hier diese Deba, nur gleich ausgesprochen, anders geschrieben, das ist etwas zu Form bringen, etwas prägen. Und dann heißt es wieder versinken, untergehen. Das sind Gedankenwellen. Du prägst, du formst Gedankenwellen. Das Beringen von Vögeln, da ist das Kreisen mit drin. Das ist auch ein Ring, wenn wir jetzt da tiefer reingehen. Das ist dieses Kreisen von Gedankenwellen, diese Natur. Du prägst, du formst Wellen, die aber immer wieder mit der nächsten Welle untergehen. Die versinken wieder in sich selbst in dieser Nulllinie. Und darum ist Natur ist eine aufgespannte Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Wir wissen das ja alles. Okay. Eindringen, hineinsinken. Das ist immer, wenn ich in dem Moment, wo ich was einpräge, wird was herausgehoben. Das sind diese zwei Seiten, wo ich immer wieder sage, das Prinzip wird hier ganz rudimentär beschrieben. Aber da wollte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist diese Kiste, diese Kreaturen. Dieses Video empfehle ich ganz bewusst anzuschauen. Das ist so gigantisch von den Bildern her. Wir lassen das einmal ganz kurz laufen. Und diese Figuren, wenn du jetzt da siehst, in der Kiste, die sind in einer Kiste, siehst du das? Mhm. Diese Figuren hängen jetzt natürlich wieder von einem Wertesystem ab. Die werden dich so faszinieren. Und der erste Gedanke, der dem Brüssel-Udo kommen ist, wer denkt sich denn sowas aus? Und dann schmunzel ich und sag ich. Ja, genau. Jetzt schauen wir, ob es dir vielleicht genauso geht. Das sind normale Menschen. Das ist jetzt einer, der wach wird. Das ist nur ein ganzer Kleiner. Und der wird dann normiert am Ende. Ich tue jetzt nur auf die Bilder gar nicht weiter eingehen. Du wirst dann feststellen, dass der hier, jetzt hast du mal ein irre, mit Symbolik überladen. Und der wird dann ganz am Schluss, wird er dann auch normiert und er bricht dann trotzdem als Einziger aus. Du musst der eine sein unter vielen. Das wollte ich nur ansprechen, kannst du ja hersuchen, eventuell stelle ich das dann hin noch mit dran. Und das Zweite, wo unser Cam, den ich mir jetzt einmal bewusst ausdenke, dass der das reingestellt hätte, es gibt natürlich ein Cam-Programm, ist der Doppelking. Da will ich jetzt ganz kurz auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, dass du merkst, wie viele Perspektiven irgendetwas hat, da ist nämlich komplettes Holo-Feeling drin. Das ist sehr abstrakter Zeichentrick. Das ist jetzt hier schon, wenn du siehst, da haben wir 3 und 3. Das sind Raub. Ja. AOB, wie es mal heißen, die Beschwörungskunst. Mhm. So. Das Bild alleine, wenn du willst, ich sage, jedes Wort wird ein 400-Zeilen-Buch, da musst du zuerst einmal das Zeichen, Computermenschen erkennen dieses Zeichen sofort. Sagt euch das Zeichen hier was? Du sagst jetzt wahrscheinlich, das sind abstrakt, denken wir uns, das wären Augen und das wären hier die Pupillen. Also nicht die Pupillen, das Innenauge, das Weiße vom Auge. Mhm. Das hier, Computerfreaks sagen sofort, hey, das sind kleine Backmans. Mhm. Sagt dir das Wort Backman was? Das sind ja diese Flugzeuge. Mal schauen, ob es da dran ist. Wenn nicht, müssen wir Backman machen. Oh Gott, da gibt es ja dann Sachen, Backpalast. Können wir jetzt nämlich alle anschauen. Man halt direkt machen. Siehst du, da sind sie nämlich da. Das siehst du hier schon. Ja. Das war das erste rudimentäre Computerspiel. Genau. Das heißt hier, abgeleitet laut mal, wiederholt den Mund öffnen und schließen. Das ist unser Aleph. Ich erkläre immer wieder, unser Aleph ist nur das Öffnen des Mundes. Ja.
Wenn du meinst, wenn du jetzt Jahreszahlen am 26. bla bla bla, vergiss es. Das sind die ersten rudimentären Computerspiele. Ja. Da gibt es dann übrigens einen roten, einen pinken, einen hellblauen und einen orangen und das sind alle Symbole. Der Shadow. Und jetzt ist es, dass diese Spiele, da musste ich jetzt gar nicht auskennen, das zieht sich jetzt durch. Das sind übrigens DOS-Programmierungen. Das ist noch lange nicht Windows. Ja, das ist aber eine erweiterte Form von Basic. Das ist einmal das erste, da mal zwei Backmans, zwei Augen in zwei Ecken. Wenn die Krone, die jetzt dargestellt wird, ist ganz, ganz verrückt. Wenn du dir jetzt denkst, es wäre rund und wir sehen das zweidimensional, hast du hier einen in der Mitte, da wäre jetzt genau gegenüberliegend ein zweiter, das ist plus, 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 minus. Und da hast du die eine Hälfte und die andere liegende, rückliegende Hälfte hast du nicht. Mhm. Kannst du es vorstellen? Das ist praktisch eine Krone, die hat 1, 2, 3, 4 Zacken. Ja. Mhm. Ja, genau. Okay? Ja. Das ist nicht zufällig. Also jetzt ist es ganz wichtig. Ich werde dir erklären, dass du eine arithmetische Struktur sich durch dieses ganze Video durchzieht. Es ist ein Computerprogramm, das jetzt diese Bilder generiert. Dasselbe gilt auch, wenn du in deine VR-Brille reinschaust. Bloß natürlich unendlich komplexer. Aber das ist ganz simpel zu programmieren, wenn du weißt, wie Programmieren und wie Chaos-Mathematik funktioniert. Ich sage zum Beispiel jetzt in Computeranimationen diese extrem realen Wasseroberflächen. Oder Feuerexplosionen sind ganz fließendes Lava, lässt sich unheimlich leicht mit Chaos-Mathematik programmieren. So komplex das aussieht, ist eine ganz, ganz kleine, also relativ einfache Formel im Hintergrund. Genauso gilt jetzt das hier, du hast hier wie einen roten Faden die Zahlenstruktur von Holofeeling. Hast du gesehen, was da wieder, kleines bisschen, die Struktur ist das erste, was du festhalten musst. Eins, hier. Hüben drei, drüben drei. Und mit den zwei. Kommen wir noch gleich mit. Das ist übrigens typisch Backman-mäßig. Ja. Geht in die Welt der Ratten. Jetzt geht er zur Rattenkönigin und der reißt das Skelett raus. Der bewegt sich. Immer wichtig, das ist hier die vier Seiten des Einheitskreises, wo du nur, interessant, wenn du dir die Krone jetzt rumdenkst, haben wir hier. Dieses Dreieck hat er genau gegenüberliegender Dreieck und die zwei Seiten siehst du jeweils nur die Hälfte. Das ist plus, 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 minus, minus, minus und das ist jetzt plus, minus, plus, minus. Genau. Dabei, und da haben wir jetzt eine ganz tolle Rattenkönigin. Ja. Jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal eine Ratte an. Immer wieder, ich mache jetzt einmal umgekehrt, ich schaue zuerst einmal, was ist das hebräische Wort für Ratte? Gibt es natürlich mehrere hebräische Wörter. Das kommt hier vor, aber nur als Rückübersetzung. Das ist eine Ratte. Eine Ratte nennen wir ja auch einen Verräter. Darum ist es eine Rückübersetzung. Ja, okay. Interessant. Ich habe schon wieder, da ist dein Ich schon wieder. Bei Rückübersetzung. Das Volk. Okay. Ja. Das ist Raupen, Freveln, Misshandeln. Das sind Ratten, sagt man. Begehen, treulos, trügerisch. Ihr seid ja alle bloß Ratten. Ja. Was natürlich das Problem ist, dass dir nicht auffällt, dass du jetzt ganz massiv im blauen Bereich bist. Weil umso mehr ich von, das ist groß, das ist hoch, das ist unendlich weiter oben, gibt es ja ein dementsprechend großes unendlich weiter unten. Drum steht jetzt hier positiv gelesen einer, der dir das Schöpfungsgeheimnis verrät. Ich weiß, das tut mir jetzt weh, aber ich bin eigentlich die größte Ratte, die es überhaupt gibt. Ich verrate jetzt nämlich das göttliche Schöpfungsgeheimnis, das seit Milliarden der Menschheit verborgen geblieben worden ist. Drum ist dieses Bu, heißt auf Hebräisch in ihm. Genau. Besitzanzeigen des Führers übrigens wieder hin, dieses B. In ihm und durch ihn. Jetzt mit Blau dazu, Polar aufgespannt. Das ist inmitten verbunden, vereinigt, außerhalb, Haalb, aufgespannt. Dann das nächste Wort ist Gatt. Gatt, ja, ja, Jupiter. Sorry, doch, ich bin eine Ratte. Das ist aber auch ein Glücksgott. Wenn ich in jemanden auftauche, ich sage mal wieder, das größte Geschenk, wo dir das Leben überhaupt bieten kann, ist, dass ich in dir auftauche. Ja. Ich tauche
Übrigens sind sie erfüllt auf, bloß die meisten, denen ich die Hand reiche, doch die meisten spucken mir ins Gesicht und wollen mit mir nichts zu tun haben. Ich rede symbolisch als nicht als Gott-UB, sondern als Brösel. Das ist ja Gedanke. Okay? Das ist unser erster Gott. Siehst du, das ist positiv, ja, dass du merkst, wie tief diese Beschreibungen, so konzentriert die sind, wie unendlich tief das gibt. Das ist übrigens dann hier, ja, 10,5 ist Gott. Ja. Aber ist Gott eine Ratte? Ist der ein Verräter? Jetzt ist natürlich auch das Verräten, Verräter. Immer wieder, du kannst, wenn du, viele Wörter sind für dich nur negativ behaftet. Ja. Und umso negativer was ist, umso positiver ist es. Super. Zum Beispiel die Krebsdiagnose. Super. Ein Beispiel. Und umso was positiver was ist, zum Beispiel hier der Sechser mit Zusatzzahl im Lotto gewonnen, in Europa Jackpot, umso negativ ist es. Wenn du ins Gleichgewicht das Ganze bringen willst, darfst du nicht einseitig sein. Du musst die Einseitigkeit verlassen. Die Frage ist nicht, stimmt das oder stimmt dieses oder jenes, meine Kategorie 2 Fragen, sondern was ist die Synthese davon? Dann haben wir hier nochmal ein Wort, das als Rückübersetzung auch Ratte heißt. Das ist hier das hebräische Wort auch für Lebensdauer und Welt. Wir wissen, das ist das Brandopfer. Mhm. Das beginnt darum mit Kol. Das heißt, das Weltliche öffnet sich. Ja. Ja. Das ist übrigens auch LD von Ilet, heißt Gebären, die letzten zwei Buchstaben. Diese Lichtöffnungen sind immer eine Kollektion von Lichtöffnungen. Das ist aber doch deine Welt. Mhm. Okay? Ja. Und man hat hier schon rudimentär, siehst du das? Hier, das hier oben, die dunklen findest du in aktuellen weltlichen Wörterbüchern und das sind Rückübersetzungen. Das muss ich jetzt nicht nochmal erklären, aber du hast hier schon drin das Wort Blindmaus. Das kommt hier im Hebräischen, sieht es dann etwas anders aus. Du hast hier den polaren Rand. Mhm. Polar, das äußere BR, was ja die Welt ist. ELD ist ja das Brandopfer. Mhm. Und das sind jetzt Übersetzungen, die findest du im Dennach. Das ist ein Maulwurf, ein Wiesel, das ist so was Rattenhaftes, Maushaftes und drum Welt, Weltlichkeit und das Leben. Und das Maul wiederum führt dich zu P, das ist es hier, und du wirfst aus dem hier, aus dem Maul etwas auf. Mhm. Mhm. Das ist das, was du aussprichst, was du dir ausdenkst. Die weltliche Öffnung. Oder dann eine Kollektion gebären. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was Möglichkeiten da sind. Schau. Dann haben wir nochmal eine Ratte, nämlich speziell die weibliche Ratte. Immer wieder Choll. Choll, ja. Das sehe ich hinten. Dieses Weltliche ist eine geöffnete Wahrnehmung. Ja. Das ist übrigens hier die Hulda. Die findest du in König 22,14. 2. Könige 22,14. Ganz, ganz tiefe Symbolik. Die Parasiten, dann haben wir nochmal die Watte, immer dem Verräter, das sind jetzt nur Unterformen davon. Wir waren einfach nur, dass ich dir sage, die Ratte, und jetzt reißt dir ihr das Skelett raus. Das sieht man im Astraum, kriegt man das gar nicht mit. Da packt sie an der Nase, seht ihr hier? Ah, ja. Die Haut, es ist nur noch die Haut, er zieht ihr das Innerste raus. Ja. Jetzt muss ich natürlich wissen, das Skelett ist Ätzem, der Knochen. Jetzt hast du mal das Knochengerüst. Das ist die augenblickliche Geburt. Ja. Das ist unser Ätzem. Das nennt man, jetzt hast du mal einen Gegenstand, ein Gebein, den Kern, die Knochen. Jetzt steht da noch Kraft und Macht, das Selbst, die Stärke, das Wesen. Merkst du, du hast jetzt schon Plus-Minus-Sache. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja die Ratte, ich bringe dir als Ratte, bringe ich dir jetzt in einem gewissen Maß die im G. Das ist das Gesetz des Geistes. Mhm. Den Geb habe ich oft gesagt, wenn ich jetzt GE-Quadrat mache, heißt Polarität ein oder Geb, der Geber beschreibt unsere Wellenlinie. Mhm. Und der Kern, der Knochen, man sagt immer wieder, wenn ein Mensch stirbt, das Einzige, was Asche zu Asche, Staub zu Staub, aber was eigentlich am längsten überbleibt, ist das Knochengewiss. Darum habe ich gerade gesagt, das Skelett selber überdauert das Fleisch. Mhm. Die Knochen überdauern das Fleisch. Das heißt, wenn du, darum ist es auch dein Selbst, das rote Selbst in dir. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist auch noch dann da, wenn du nicht an das Fleisch um dich herum denkst und die ausgedachten Wochen. Ja. Darum ist Ätz, die augenblickliche Geburt, ist definitiv ja, das ist dieser
Der Baum von Gut und Böse. Ja, Holz. Da steht nur Hetz. Das ist die augenblickliche Geburt. Wir können ja die rot machen. Das ist die geistige Quelle, ist der ewige Geburtsgeber. Mhm. Und mit der 900, dann ist es der absolute Sub-X. Ich habe jetzt da absichtlich hier dieses Fix rausgelassen, Suffix, Sub 1, Sub, das nicht existierende heilige Ganze, und das ist dieses Ich, das rote Ich. X ist ja auch CH. Mhm. Das sind wir zwei, das absolute Er, absolut Er, E-Quadrat, JCH und ICH rot, ich und du. Das heißt, ich, der ich dir jetzt was erkläre, und du, der das zu verstehen hat. Und um dass du Geist was erleben kannst, musst du jetzt dich träumen und mich träumen, wobei ich jetzt natürlich der Gedanke Udo bin und du bist der Gedanke, an den du denkst, aber du denkst dir doch beide aus. Du denkst jetzt den Udo aus und dich selbst, blau gelesen. Ja. Das ist dieses ER-Quadrat. Das ist die Energie in der Einstein-Formel. Ich sage das immer wieder. Und dieser Baum ist jetzt dann auch einen Rat geben. Siehst du, jetzt macht es. Okay. Und den Rat, den ich dir gebe, der Geist, GE-Quadrat, ist der Sohn. Die polare Existenz ist jetzt, der Sohn ist JCA und ICA gleichzeitig, weil das ein und derselbe ist. Mhm. Ich sage, ich bin der vom Bücherregal, der kein Buch in der Hand hat, und du bist der, der jetzt ein Buch in der Hand hat und vergessen hat, dass der auch alle anderen Bücher lesen muss. Mhm. Ja. Lass das auf dich wirken. Jetzt mach das Wort Rat. GE-Quadrat ist der Sohn. Der Sohn ist nicht der Jesus alleine, weil der Jesus alleine, der Christus, ein Symbol ist für einen, der unendlich viele Leben lebt. Jetzt ist die Frage, lebe ich diese Leben als der, der vom Bücherregal ist, oder bin ich jetzt einer, der in einem Leben drinsteckt und sich mit einem ganz bestimmten Menschen verwechselt? Was der, der vom Bücherregal nicht macht, weil er ja weiß, sobald ich jetzt eine Rolle spiele auf der Bühne des Lebens, ich bin der, der alle Rollen spielen muss. Denk immer an die Rollen. Ja. Wenn du das kleine Bild unten anschaust. Ja. Du bist alle Facetten. Holofeeling heißt, du bist nicht nur die Menschen, die du dir ausdenkst, die Körper, du bist die Bäume, du bist das Universum, was du dir auch immer bei diesen Worten jetzt vorstellst. Und ich weise darauf hin, wir machen hier kein Science Fiction. Dieses Unglaubliche, wenn du mir genau zuhörst, ist genau das, was du von Augenblick zu Augenblick überprüfen kannst. Es existiert immer nur das, was du jetzt anschaust. Und diese Information ist dein Körper. Das ist die nächsthöhere Ebene. Nicht nur der bestimmte Gedanke an den jetzigen Körper. Ich erweitere das Ganze. Und ich gebe dir jetzt einen Rat. Etzem, das Innerste Selbst, dieses Innerste Selbst gibt dir jetzt einen Rat. Wir selbst geben uns den Rat. Ich sage, mich wird es ohne dich nicht geben und dich wird es ohne mich nicht geben. Wenn ich mich wo festgezeckt habe, du wirst mich nicht loswerden. Ich tauche in 1000 Jahren wieder auf. Wenn du hier ewig auf dich eingeprügelt hast, gebe ich dir eine neue Chance. Das ist, wenn ich mit Nachdruck sage, du Geist, jetzt in einer personifizierten Form, wirst bis in alle Ewigkeit leiten, bis du das akzeptierst, was du selbst bist. Etwas, was gar nicht existieren kann. Und sobald du das begreifst, kannst du immer noch leiden und dich freuen. Aber so wie ein Zuschauer, der sich einen traurigen Film anschaut, dann einen lustigen Film anschaut, dann einen sehr geistreichen Film, einen inspirierenden Film anschaut, dann nochmal wieder was Seichtes anschaut, ich will nicht so viel denken, erlebt und es nur der, der träumt. Jetzt ist die Frage, wenn du es bewusst erlebst, hast du mit, du sagst nicht mehr, Lachen und Freude ist was Schönes und Trauer und Schmerzen sind was Schlimmes, weil du schaust dir doch gerne mal auch einen Krimi oder einen Gruselfilm an. Mhm. Wenn du jetzt sagst, nein, so einen Scheißdreck schaue ich mir nicht an, bist du sowieso einseitig. Wenn das einer sagt, ist er sowieso kein Geist. Dann ist er wirklich nur eine Figur in deinem Traum. Okay? Ja. Schau, wir waren jetzt übrigens bloß da. Jetzt kriegst du langsam mit, wenn ich sage, wie viel liegst du aus einer Information heraus? Ja. Jetzt aber pass auf. Die fällt in sich zusammen. Aber jetzt schau, wenn das, die drei sind eigentlich vier. Ja. Aufbauend auf zwei Becken, Augen. Ja. Das ist die Konsonante Radix unseres Wortes Augen. Das sind polare Ecken. Ja. Im Eck existierend. Mhm. Ist ein Wunder mhm. von Enshin.
im Eck, flavismäßiges Wunder. Wir können auch Facetten sind auseinandergeschmissene Engine. Existierende Logik. Du Geist kannst, kann ich Geist kann und werde nur unter Zuhilfenahme eines persönlichen Ich. Das heißt, ich als AN, merkst du, ich tausche jetzt das aus hier. Enosch, wir müssen einen Order vorsetzen. Das Ich. Ja. Als Enosch. Enosch ist der Mensch. Abnehmen, Kränkeln, menschlichen Eigenschaften zuschreiben. Du magst doch, du schreibst den Affen, die du dir ausdenkst, die alles nachäffen, menschliche Eigenschaften zu. Jetzt ist die Frage, was für Menschen reden. Reden wir vom Enosch oder vom Adam? Adam ist ein Gotteskind. Nee. Ich schreibe dir jetzt göttliche Eigenschaften zu, weil ich mit dem Adam spreche und nicht mit einem Enosch. Stimmt oder stimmt? Ja. Wollen wir nicht so auch reingehen? Da haben wir jetzt zwei, diese Becken, halt die Becken wollen wir nur ganz kurz machen, das waren ja die Bolan-Ecken, die Augen, ja, der Becken, der Flansch. Und wir können natürlich auch das Ayin, das haben wir im letzten Selbstgespräch, halt mit 70. Das ist hebräische Wort für Augen. Dieses Auge heißt auch Quelle. Und im letzten Selbstgespräch bin ich darauf eingegangen, das ist das Rot-Blau. Reden wir jetzt von der Quelle oder reden wir von dem Augenblick? Im Auge. Und jetzt sind die zwei Augen, haben ja die Im-Endung hinten dran. Da bin ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Das sind jetzt die zwei Augen. Und das sind die Becken im Tetraederspiegel. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wenn wir in diesen Tetraederspiegel reingehen. Da mache ich gleich naja. Das haben wir am Anfang des Gespräches gehabt. Das war die Tasse. Wir können ja die Esse schreiben, links punktiert, unten, wenn du jetzt hinschaust, da in der Ecke hast du die Doppel-S. Du magst es. Du bereitest, du magst dieses Tal hier. Der Tesserakt. Wichtig auf vier Dimensionen. Übertragung des klassischen Würfelbegriffs auf vier Dimensionen. Jetzt wissen wir, dass wir in dem Würfel selber haben wir einen Tetraederstern liegen. Dann sind es zwei. Kleinen Moment, ich muss das ganz kurz, dass man. Bin ich jetzt, habe ich jetzt ein Blackout? Finde ich jetzt nicht, bin ich jetzt total doof. Sag mal, was mache ich denn verkehrt? Tetraederstern. Muss er doch, den gibt es doch da drin. Da bin ich jetzt gespannt. Ein Wort, oder? Ja, haben wir doch schon probiert. Ja, das stimmt. Da ist es ja drin. Ja. Stern-Tetraeder, siehst du? Ja. Ich wusste, der ist drin. Stern-Tetraeder. Ja, den kann man in die Ecke reinlegen. Ja, ja. Was jetzt hier passiert, beim Tesserakt, wenn du es anschaust, ist einer. Wenn wir hier einen Stern-Tetraeder reinlegen, ist da nochmal ein zweiter drumherum, wenn wir in den Äußeren nochmal einen reinlegen. Das ist ein Vier-Kubus, ein Achtzeller auf vier Dimensionen. Dann spricht, und jetzt kriegst du in den Tesserakt nämlich die 16 Ecken. Er hat 16 Ecken, 32 Kanten. 4, 8, 16, 32. Aus dem Innern herausgespiegelt, ineinander reingedicht, wenn du das jetzt machst. Das ist sehr komplex zum Vorstellen. Was aber jetzt wichtig ist, dass wir ja definitiv das Ganze nur auf zwei Flecken aufbauen. Die Verschiebung muss er dir jetzt nicht erklären. Was viel interessanter ist, dass dann hier,
du zu diesen zwei Projektionen kommst. Mhm. Wir schauen uns das mal die an. Mhm. Das heißt, der Würfel innen, wenn du schaust, klappt sich, er stülpt sich von rechts nach links. Links heißt doch umgedreht. Das heißt, das hüllt dich ein. Wenn ich jetzt das machen, die von rechts nach links, wir können das natürlich auch von oben nach unten laufen lassen. Ja. Da gehen dann die Augen über, wenn du siehst, sobald der Würfel innen ist, wird die Seite nach außen gestülpt und das Innere stülpt sich nach außen, wird zur Umhüllung und stülpt sich wieder nach innen. Ja, genau. Mhm. Das ist sehr meditativ, wenn du das anschaust. Das ist aber nur die eine Möglichkeit. Wenn jetzt das, was hier von links illusionär von links nach rechts ist, übrigens, es bewegt sich auf dem Bild überhaupt nichts, weil ja nur die Helligkeit von Lämpchen, von statischen Lämpchen verändert wird. In dieser Animation. Animation. Okay? Mhm. Was jetzt noch für den... Ach. Den Tetraeder, jetzt habe ich den weggeklickt hier. Standtetraeder. Da bin ich jetzt denn doof. Den habe ich doch gerade gehabt. Ich weiß nicht. Da sind sie gewesen, da bin ich drauf gekommen. So, jetzt pass auf, bei dem hier, wenn du den jetzt anschaust, warum kommt er nicht? Jetzt ist er da. Wenn wir uns den jetzt genauer anschauen, was ist der Unterschied zu dem vorhergehenden? Die Richtung, oder? Der macht, nein, er macht komplett dasselbe, bloß dass er sich um zwei Achsen gleichzeitig dreht. Nein, er geht nein. Von links nach rechts und dreht sich auch noch so. Ja, ja. Ja, ja, genau. Wir stülpen praktisch in zwei Richtungen. Und du merkst jetzt, solange ich mir was dreidimensional vorstelle, wird es extrem komplex. In dem Moment, wo ich das statisch betrachte, einfach nur statisch betrachte, ach, der springt mich, was ich verkehrt gemacht habe. Wenn ich das statisch betrachte, sieh das, jetzt kriegst du da so eigenartige Formen und da irren sich alle. Das ist, weil man mit aller Gewalt diese Dreidimensionalität nicht aufgibt. Die Wirklichkeit sieht ganz, ganz anders aus. Das ist in dem, die Spiegelkonstrukte musst du dir komplett anders vorstellen. Das ist der Ansatz, weil du als massiv, wir kommen irgendwann einmal in diese Strukturen rein. Unser Spiegeleck, wo ich so oft gezeigt habe, dass das eigentlich hier die Vorstellungen, das sind jetzt schon die vier Kanten von einem Tetraeder, von einer normalen, aufgeblasen als Kugeln. Ja. Und das sind dann hier unser Konkav, Konvex, aufbauen tut alles auf diesem kleinen Prinzip. Eine vollkommen neue Physik. Und da haben wir jetzt unsere Ecken, wo wir reinschauen. Das ist Holofeeling, beschreibt es auf eine vollkommen neue Art und Weise und führt dich dann zu einer Computerprogrammstruktur, wo diese Bilder eben in einer auf der VR-Brille in 3D erzeugt. Im Anfang war das Programm. Und das ist jetzt ein Wissen, wo ich sage mit Fachleuten, du musst es und du kannst es nicht wissen. Mir geht es darum, dass du weißt, was du selbst bist. Was du selbst bist, das ist jetzt das Einzige, was momentan wichtig ist. Und das machen wir kindgerecht, in kleinen kindgerechten Schritten, dass du siehst, all diese Kinderfilmchen, wenn ich das sehe, ist eine unendlich tiefe Weisheit. Wir haben jetzt nämlich diese zwei, das sind vier, du siehst drei, hüben drei und drüben drei. Wenn wir jetzt unsere Hinterseite dazu denken, du siehst ja immer nur Oberflächen. Und da haben wir jetzt nochmal in den Becken, nochmal, und was pass auf, was er jetzt macht. So, da haben wir jetzt unser inneres Selbst. Das ist nur die Haut, das ist das, was dann unsere gausche Glockenkurve. Ja, 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 ja. Und ich erspare uns jetzt das, wenn umso weiter du reingehst. Das ist jeder kleine Moment, ist so unendlich. Das war die Schlange. Siehst du? Das war die paradiesische Szene. Zurück. Jetzt kommt der nächste Kapitel. Wäre hochinteressant, wenn wir das durchgehen. Ich gehe mal ganz kurz, wenn du... Wenn
du meinst, es ist wirklich, jetzt kann ich wieder sagen, kann das da außen einer wissen? Du kannst jetzt einen ausdenken, der das ganz, ganz bewusst gezeichnet hat, aber kann der das alles wissen? Ich denke mal jetzt an meinen Maler Peter Losse, der gigantische Bilder gemalt hat, wenn er mal wieder sagt, Udo, ich mache mal nach Zahlen, ich sitze tagelang vor einer weißen Leinwand und plötzlich, zack, sehe ich das fertige Bild auf der Leinwand und ich sage, das ist dir eingefallen. Das ist ein Komplex, der dir einfällt und dann sitzt der tagelang und ich sage, dann machst du mal nach Zahlen, weil dieses Bild ist im Kopf, das in dir aufgetaucht ist, bringst du dann außen auf die Anschauung auf die Leinwand. Diese Bilder sind extrem mystisch, wo mal so wie die Dalis ähnlich. Und dann meint er, er ist der Einzige, der wüsste, was das bedeutet, bis ich ihm erklärt habe, was er da eigentlich gemalt hat. Das ist übrigens ganz, die Krone ist übrigens ganz interessant. Das ist jetzt eine ganz andere Krone. Schau doch mal da oben, hier 333. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 aufgespannt außenrum. Ja. Da haben wir unsere Vierer. Immer wieder mit unseren kleinen Backmans. Mhm. P, Wissen ist AC. Übrigens ganz nebenbei, das Back AC steht für Wechselspannung. P, Pack. AC ist AK, das heißt eben jetzt nur hier bloß. Jeder Moment in einer Sinuswelle ist jetzt in Bezug auf den Einheitskreis. Es sind Blickwinkel, die nur in gedehnt werden in Form einer Sinuskurve, die eigentlich nur dann existiert, wenn du sie dir ausdenkst. Da gibt es übrigens eine ganz, ganz tolle Stelle mit einer Flagge, wo ich dir noch zeigen wollte. Ich. Das ist, dass die Flagge ja Welle ist. Schau dir das einmal an. Sag dir im ersten Moment gar nicht viel. Genau aufpassen. Ich nenne das einmal ein Huhn. Keinen Hahn, sondern ein Huhn. Mhm. Wenn jetzt das läuft, schau, da ist ein Mast, ein Fahnenmast und da kommt eine Welle raus. Und diese Welle, die sich hier bewegt, geht hier dann auf zwei kleine Wellen, nochmal zwei kleine Wellen. Können wir jetzt nochmal vier kleine Wellen aufspeisen, auf. Merkst du, was da wieder drin ist? Dieses eine teilt sich in zwei. Wir können das jetzt wieder in zwei teilen, wieder in zwei teilen, wieder in zwei teilen. Schaut an. Okay. Ein kleiner Moment, schau. Ja, ja. Zwei Backmans. Jetzt schauen wir mal die Flagge an. FLA, wissen wir schauen jetzt das Hebräische, wie die unter anderem Flagge heißen. Fla, wissen wir, heißt ja Wunder. Wunder. GG ist 3-3, ist Gagnis, das Hebräische Wort für Dach, ausgedacht. Als 3-3 gelesen, wir können aber 3-3, wenn wir hinschreiben, 33 lesen, dann ist es die Welle. Von E-Quadrat. Ja. Damals hast du mal Folgendes. Die Fahne ist ja nur ein anderes Wort für Flagge. Ist ein Feldzeichen. Das Feld ist Charter. Logisch geöffnet. Da wissen wir, das ist unser böser Geist. Der Dämon, die Damen. Und jetzt haben wir das Feld. Ein freies Feld. Unser Schader. Yeah. Flaggen. Zum Ideal wählen. Wir wissen Bescheid. Ein Ziel anstreben, ist immer einseitig. Eine Öffnung, da steht einfach nur die Öffnung einer Welle. Geil ist die Welle. 330 ist 33. 33 ist GG. Das ist zwar ins 3,30, aber wenn ich 3,30 hinschreibe, habe ich ja 3,3 da stehen. Ist ja nur wieder die Stelle, die die Zehnerstelle ausmacht. Das nächste ist NS, das ist die existierende Raumzeit, blau gelesen. Das heißt auch Flagge, aber jetzt hast du die hohe Stange, schau, HBH. Die hohe Stange. Das Panier, und da kommen wir jetzt zu den Wundern, das heißt nämlich NSM mit 2, mit der 2-Endung wird jetzt das Wunder, die Wunderzeichen. Das ist hier die existierende Raumheit, die Vielheit. So ein kleines Ding hier. Das sind die Gedankenwellen, die aus dem Anoki, aus dem aufgerichteten Ich herauskommen. Ja.
Kann das der wissen, der das macht? Ist das Zufall oder bin ich bloß sehr fantasievoll? Du musst dir wissen, am fantasievollsten von allem, was es überhaupt gibt, das ist der Mittelpunkt, das ist das Nichts, das alles ist. Das ist UP. Das ist alles. Ich glaube, ich lasse jetzt das einmal gut sein. Ihr merkt, wenn ich sage, das wird wieder 400 Seiten Buch, wenn du einmal die Grundlagen hast, wirst du komplett, wenn du jetzt in deinem Traum durch die Stadt bloß läufst, du siehst ein Bild, ob jetzt das ein Bild auf der VR-Brille ist oder ob das eine Zeitungsseite ist, ob das ein kleines Bild aus einem animierten Film ist, ist eine Riesengeschichte im Hintergrund. Das ist die Metapher, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Lügen haben kurze Beine, es geht doch nicht um den Krug. Das ist auch in dem Moritz-Selbstgespräch, wo dann in seiner Rage, wenn das Ego sich einmischt, du erzählst mir irgendwas hier von einem Otto und bla 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 und das sind alles Lügengeschichten und dann hörst du nicht mehr zu. Unser Thema war, du musst auf die Metapher-Ebene in die nächste Ebene gehen. Dann werden die Bilder, die du jetzt hast, kriegen einen symbolischen, einen metaphorischen Sinn. Dann kommst du in die Tiefe, was dir das sagt. Es geht nicht um den Krug, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbricht. Und um irgendwelche Lügen mit kurzen Beinen. Mhm. Ja. Da ist ein Sinn, ein tieferer Sinn, der in deinem Kopf eine ganz andere Vorstellung auslöst, wie oberflächlich betrachtet die Worte oder die Bilder in dir auslöst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Mitleid oder ein Leid oder Schmerz kriegst, weil du auf dem Monitor ein zerfetztes Kind siehst, da ist kein zerfetztes Kind, das von einer Bombe zerfetzt wurde. Und jetzt haben wir die Angriffe, jetzt haben wir dieses Welser-Doc-Prinzip hier in Israel. Dann wir Deutsch natürlich, jetzt sind einige jetzt extrem entgegengeschossen, weil die nur ansatzweise sympathisiert haben mit den anderen, mit den Feinden, mit den Palästinensern, mit der Hamas oder wie man das auch immer nennen. Und ich sage, dir muss eins klar sein, ich habe oft darauf hingewiesen, was bedeutet antisemitisch? Es gibt nur ein allereinziges Volk in deiner jetzt ausgedachten Welt des Antisemitischen, das ist das zionistische Israel. Ja, genau. Es ist eine Märchengeschichte, das hast du zu entdecken. Du entdeckst doch nichts, wenn du nur irgendeine einseitige Meinung nachäffst. Egal welche Meinung du nachäffst. Mhm. Und du wirst auch nicht frei, wenn du irgendeinen Menschen mehr bewunderst wie dich selbst. Du bist das Wunder. Aber Mensch, rot geschrieben, du als Adam bist das Wunder. Ja. Nicht irgendein Gedanke von dir. Ja. Wie oft habe ich gesagt, ich bin nicht als Brüssel Udo in deinem Traum aufgedacht, um dir zu erklären, wie unendlich genial dieser Mensch Udo ist. Wie genial muss der Geist sein, der in der Lage ist, sich so einen übermenschlichen, genialen Menschen auszudenken. Das bist doch du. Ich bin bloß ein Gedanke als Udo. Nochmal zu den Antisemiten, wenn du nachschaust. Semiden ist ein Sprachstamm, ein Stamm. Mhm. Und wenn du jetzt schaust, da kann die Palästina, der Iran, der Irak, die Perser, die Syrer, das sind alles Semiten. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt ganz aktuell in deinem Internet einfach einmal nachschaust, wie sieht es da freundschaftlich aus, was du feststellst, dass da ein allereinziger komplett, das ist Israel, ist mit allen verstritten, mit allen Semiten, mit allen Brüdern verstritten, die es überhaupt gibt. Mhm. Das heißt, nichts ist antisemitischer wie Israel. Ja. Und jetzt immer bitte, da außen ist nichts. Halte das zweite Gebot. Du lebst in einer Traumwelt und alles, was du träumst, sind ständig wechselnde Bilder, sind symbolische Bilder, die dir über dich selbst und deiner Vorstellung von Welt was aussagen sollen. Ich mache keine Schuldzuweisung. Wenn überhaupt einer Schuld hat an irgendetwas, was existiert, dann bin ich es. Ich nehme alle Schuld auf mich, weil ich der innerste Kern bin, der alles dann wie die Fahne gerade aufplatzen lässt. Mhm. Ein träumender Geist ist nicht schuld an dem, was er träumt. Nee, kann nicht. Und alles, was geträumt wird, ist gleich zweimal nicht schuld, dass es so ausgedacht wird, wie es ausgedacht wird. Mhm. Wenn du das in die andere Richtung gehst, ist zuerst einmal der Denker an dem schuld, was er sich ausdenkt. Aber sobald mir bewusst wird, dass der Denker ja auch was ausgedacht ist, es muss der schuld sein, der sich den Denker ausdenkt, der sich das ausdenkt. Und dann musst du nochmal eins zurückgehen. Der kann sich aber nicht raussuchen, dass er sich einen Denker ausdenkt, der das sich ausdenkt. Da muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, der sich wiederum einen Denker ausdenkt. Und jetzt kommst du irgendwann, kannst du nur sagen, da muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, dass man nicht mehr definieren kann. Eben. Jetzt bist du dir selbst ein ganzes Stück näher.
Du bist etwas, was gar nicht definiert werden kann. Um etwas zu definieren, muss etwas gedacht werden. Sobald du was denkst, beginnt was zu existieren, herauszutreten und das, was existiert, wird mit dem nächsten Gedanken wieder vernichtet. Ja. Das ist das Einzige, was du zu verstehen hast jetzt. Ja. Ich sage, erkläre dir, was du bist das. In Verbindung mit mir. Ja. Weil die erste Urwelle, die man aufschmeißt, ist das Nichts und das Alles, das eigentlich nichts ist. Wir können jetzt in der Physik die ganzen Physikbücher, wenn wir Magnetstrahlen zum Beispiel anschauen, wie die aufgebaut sind, mit Nord- und mit dem Südpol. Alles ganze Zeug, wenn du siehst, dann siehst du eigentlich schon den Spiegeltunnel. Das ist so reduziert, Holofeeling ist so extrem reduziert. Und es wird niemals die Menschheit um dich herum verstehen. Ja. Was ich dir sage, nochmal in einfachen Worten, du wirst von deiner Auflösung so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Alles. Und du bist nichts und du bist alles. Ja. Und du siehst immer nur, wenn ein Bild in dir auftaucht. Aber du kriegst nicht mit, wenn es sich auflöst. Du kannst es auch nicht beobachten. Du kannst natürlich, das habe ich so oft gesagt, du kannst in dem Moment, wo ein neues Bild da ist, kannst du dir jetzt denken, was du vorher gedacht hast. Und wenn du dein chronologisches Denken einmal überwunden hast, dass du wirklich im Jetzt denkst, dann wird dir klar, dass das die zweite Seite ist, die dazugehört. Das ist wie wenn ich jetzt ein Bild sehe, kann ich mir genau bei einem normalen, ich bleibe mal bei einem Analogbild, kann ich mir genau denken, wenn ich ein Schwarz-Weiß-Bild, mein schönes Bild mit der Ritter, dunkle Haare, weißes Gesicht, schwarze Brille, das Negativ ist dann weiße Haare, schwarzes Gesicht, weiße Brille. Das habe ich so schön erklärt. Ich kann, wenn ich ein Bild sehe, kann ich mir im selben Moment das Negativ dazu denken. Das ist eine ganz einfache Vereinfachung, dass ich jetzt, solange du vorher und nachher denkst, ist immer wieder diese Stelle, wenn ich jetzt wieder sage, hier, jetzt denk wieder an die Brille von dir, die war ja die ganze Zeit nicht da. Du kannst dir jetzt denken, dass vorher die Brille nicht da war. Bis du an die Brille denkst, weil die aus dem Nichts kommt. Ja. Das heißt, du kannst dir bewusst machen, in dem Moment, wo was in dir auftaucht, dass das, bevor du es gedacht hast, nicht da war. Es ist aber dann trotzdem da, weil wir 16 Seiten haben. Das ist, ich habe jetzt das Schwarz-Weiß, Diapositiv-Negativ. Wenn wir das in Farbe machen, haben wir nämlich unsere Farbmischung. Addive und subtraktive Farbmischung sind auch zwei Seiten. Dann entstehen Komplementärfarben, die übrigens zahlentechnisch, bin ich so darauf eingegangen, in der Farbmischung, ist eine Zahlenstruktur im Hintergrund. Die Physik ist unheimlich wichtig. Ich sage nochmal, jegliche Form vom Buch, ob das Physikbücher sind, ob das dir Tenach ist, ob das die Bhagavad Gita, die Upanishaden sind, ob das Chemiebücher sind, es sind alles heilige Schriften. Alles, was da drin steht, stimmt auch in den Märchenbüchern. Was im Argen liegt, ist das, was du aus den Worten auslegst. Jeder Film, jeder Werbespot, meine berühmte Magnitudensumme, was da drauf steht. Egal, welche du mir bringst. Ich lese das mit Holofeeling in diesen einfachen, wenn du das kannst und du schmunzelst, weil du einfach nur noch sprachlos bist in dieser Harmonie, in die du eingehüllt bist. Wenn du anfängst, heil zu denken. Das wird aber nie einer, der einseitig ist, erleben. Aber jemand, der einseitig ist, ist unvollkommen und er ist eben nicht heil und er ist kein Geist. Geist ist immer heil, im Meer. Jede Welle ist im Meer heil. Ist immer heil. Weil Wellen ein oberflächliches Phänomen sind, wo das in die auseinandergerissen wird. Und das, auch das ist wieder eine Vereinfachung ohne Ende, weil die Grundwelle als Ding an sich immer in einer normalen Welt mit Oberwellen verbunden ist. Wenn wir in die Wahrnehmungspsychologie gehen, wie du zum Beispiel räumlich siehst, das geht mit Blinkwinkel. Was viel, viel komplexer ist, ist das Hören. Wenn jetzt innerhalb von wenigen Tagen, wir würden einige Tage in deiner Auffassungsgabe in der normalen, wohlgemerkt in der normalen schulmedizinischen bzw. Wahrnehmungspsychologie, in der Physik, wie hören wir eigentlich räumlich? Auch das, was hier behauptet wird von sogenannten gebildeten Professoren, die das studiert haben, die ja nur rezitieren, ist alles richtig. Und dann hören wir uns das an und dann mache ich das dazu, was fällt, dass es vollkommen wird. Darum sage ich, du musst keine Angst haben, dass ich dir dein Wissen, dein Haar wegnehme. Ergänzt. Wirst du bereichert. Vollkommen. Aber was machen wir, wenn du das nicht haben willst, weil deine Logik dir sagt, das ist Dreck, das brauche ich nicht oder sogar, das ist gefährlich.
dann demonstrierst du mir als Figur deine Geistlosigkeit und dann lasse ich dich wie eine heiße Kartoffel fallen. Aber da ich ja mit Figuren, mit Keulen sowieso nicht rede, wenn ich jetzt zu dir bist, du Geist, lasse ich dich trotzdem fallen in den ewigen Feuersee von der Apokalypse. Und dann wirst du in 1000 Jahren wieder von mir erweckt und dann kriegst du den nächsten Schuss. Du prügelst nur auf dich selbst ein. Das sind ja die kleinen Bilder, wo ich jetzt hier im letzten Gespräch mit Moritz, der so begeistert ist und prüf mich, kannst du ruhig auf mich einschlagen. Ich stehe voll hinter dir und welche eine Nichts, welche ein Missverständnis vor ihm, dass ich sage, hörst du nicht zu? Ja, wenn ich was überlege, da außen ist doch nichts. Ich sage, ich behaupte doch nichts anderes. Wenn du wirklich dir das anhörst, da ist nichts davor. Diese Figur, die wir uns ausdenken, war überhaupt nicht, der hat überhaupt nicht reflektiert, was ich sage. Er meinte, er hätte was verstanden. Ist nicht, lebt nicht jeder normale Mensch in dem Wahn, wo sein Hauch von Geist in ihm drin ist, dass er sich anmaßt mit diesem bisschen einem Nichts von Wissen, dass er geistlos nachhilft, dass er meint, er wüsste schon, was ist und wie man die Welt glücklich machen kann. Welt wohlgemerkt an dem polaren Rand. Glücklich beginnt schon mit Gall. Reden wir von transversalem Licht oder bloß von longitudinalen Erscheinungen? Die machen ja transversales Licht schon in den Physikbüchern zu irgendwelchen longitudinalen Erscheinungen, wenn sie es um 90 Grad drehen. Die Transversale ist einfach nur das hier. Ja. Und jetzt ist die Frage, mache ich das schon bewusst, wie ich immer wieder sage, du siehst ja eigentlich nur das plus minus, plus minus, plus minus. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist das, was du siehst. Wenn man jetzt das vorstellt, es wäre hell auf dem Bildschirm, dann ist es dunkel auf dem Bildschirm, dann ist es hell. Ich mache jetzt das so und genau können wir jetzt hell, dunkel so machen. Ja. Aber genau genommen ist, wenn hell und dunkel kann nur gleichzeitig sich aufspannen und weg sein. Und jetzt machen wir da einen Kreis draus. Und jetzt wirst du merken, dass ich, wenn wir das hell nennen, es ist hell oben, jetzt ist dunkel oben. Und das tauscht sich, aber das kommt dann immer, dem Austausch ist das null, weil das eigentlich diese Bewegung ist. Ja, ja, genau. Du brauchst ein vollkommen neues Denken. Das ist ein neues Betriebssystem. Ja, naja. Das ist abwärtskompatibel. Ja. Sag ich immer wieder nochmal, das Internet symbolisiert Gott unendlich viel Wissen. Wir blasen das jetzt bis ins Unendliche auf unendlich viel Wissen in einem einzigen Gedanken, den wir Internet oder Gott nennen. Das Zentrum. Ein Punkt eigentlich. Dimensionsloses Nichts. Und jede, wenn du dich jetzt an den Computer hinsetzt, jede Internetseite, die auftaucht in dir, jede Facette, jedes Bild, ein Film zum Beispiel, ist zuerst einmal eine Facette aus einem Komplex, den wir Datei nennen. Denk an mein Beispiel mit YouTube. www.666.youtube.com ist eine Internetadresse, eine von Milliarden von Internetadressen. Ja. Ein Ordner, in dem sich eine Unmenge von Filmen befinden. Ja. Du musst von dem Ordner, von dieser Kollektion ein Unterordner ausselektieren, dann musst du auf Start drücken und jeder Moment, jedes Bild, das du jetzt auf dem Bildschirm siehst, ist wiederum eine Facette von diesem Unterordner, von dieser Datei, die diesen Film beinhaltet. Und wenn du jetzt eine hochauflösende K4-HD-Aufnahme hast und du hast ein gigantisches Bild, von dir ist es ein Arrangement von winzigen Pixeln, wo jede Helligkeit von jedem dieser drei Triplet-Punkte in einem Bildpunkt in einer digitalen Null- und Einsen-Struktur festgehalten ist, zigtausende und abertausende von Nullen und Einsen, die nur dieses Bild ausmachen, die gleichzeitig da sind. Wahnsinn. Ja. Ja. Gigantisch. Und wenn ich jetzt immer, das ist, ich sage, versuch dir die ewig, die so unendlich ist, einfach nur ein Gedanke, schau, was jetzt da ist. Es ist es Alpha. Ja. Zwischen einem winzigen Bereich. Und ich sage, wie geistlos. Ja. Bist du Geist, wenn du meinst, wenn du von einem absolut nichts der Möglichkeiten, die du in dir wachrufen könntest, in einem kleinen Bereich noch mit einseitiger Auslegung meinst, du wüsstest was. Ja. Und jetzt wird alles, was die Tiere für mich, wenn ich sage, deine Menschen sind eine Schimmelpilzkolonie. In ihren riesen Wahn zu glauben, sie wären vernunftbegabte Menschen, sie sind geistlos nachäffende Affen. Und jetzt kommt es, ich sage jedes Mal dazu, warum? Weil du erkennen musst, dass das Spiegelbilder von dir selbst sind, weil du selber noch ein geistlos nachäffender Affe bist.
Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wenn du jetzt erkennst, dass dieses Wissen, das dir jetzt dieses Pixelmännchen, dieser Lautsprecher mitteilt, das ist das nicht das Wissen von einem anderen, es ist dein ureigenstes Wissen, weil du denkst dir das jetzt aus. Das ist die Erkenntnis. Hat schon irgendjemals ein Lebensberater zu dir gesagt, das, was ich dir erzähle, ist dein Wissen, ich könnte dir das gar nicht erzählen, wenn du das jetzt nicht träumen würdest? Wenn du mich jetzt nicht träumen würdest als Pixelmännchen, als Figur oder auf deiner VR-Brille als sinnlich real wahrgenommener Affe, der in einer gewissen Entfernung, Menschenaffe, der in einer gewissen Entfernung vor dir steht, absolut wenn dir irgendeine Figur in deinem Traum, kann die irgendwas anders erzählen, wie was du träumst. Das ist, wo ich sage, bei Holofeeling ist alles komplett anders. Ja. Und Momente, fehlende Teile, die du aus dir heraus generierst, kriegst du in dem Moment schon wieder zurück, wo du sie nicht mehr denkst. Also wo ist der Wahn, wenn eine Angst habe, ich habe meinen geliebten Bruder oder meine Eltern verloren. Du hast sie verloren, wenn du an sie denkst, unbewusst an sie denkst. Das ist der Weg in die absolute Glückseligkeit. Ja. Und du musst der Erste sein. Ich bin der Erste, sage ich. Um dir mitzuteilen, dass ich du bin. Ja. Und das Leben spielen wir ganz normal weiter, aber du wirst dann trotzdem, wird sich was verändern. Auf jeden Fall, ja. Sicher. Schon zu wieder sagen, bei manchen passiert es eher und bei anderen dauert es länger. Ist schon wieder chronologisch. Ja. Okay, ich lehne ja nichts ab. Du darfst selbstverständlich auch chronologisch denken, aber denke bewusst chronologisch. Wann waren wir auf Mauritius? Jetzt. Wo ist Mauritius jetzt? Ja. Wir haben jetzt einfach zurückgeblättert in unserer Datei. Wir sind auf eine andere Adresse hingefahren. Und weder, wenn man jetzt das wirklich im Detail, was ich kann, dass ich hier absolut real jedes Essen, jedes Gespräch in mir abrufen kann, das mir geführt hat. Wenn ich jetzt das bei dir einspiele, was du feststellst, ich habe dir exakt, das haben wir jetzt 10 Jahre überziehen, wie viele Jahre ist das her? 14. 14. Das war 14 Jahren, göttliche Eröffnung, vor 14 Jahren habe ich dich auf so viele Sachen hingewiesen, nahezu in einen Klartext, ohne dich manipulieren zu wollen. Und jetzt könnte ich wieder sagen, eine Seite, du hättest dir so viel Leid ersparen können. Du warst dieser Satz, wo du dann dort am Schweben warst, lasse ich mich operieren oder lasse ich mich nicht operieren. Und ich habe dann nur lächelnd zu dir gesagt, ich frage mich bloß, Peter, wieso willst du jetzt unbedingt wieder laufen können, wenn du wünschst, dir wieder ganz normal laufen zu können, wie früher. Warum, wenn du dir was wünschst, wann bist du so bescheiden, warum wünschst du dir nicht gleich fliegen zu können? Ich habe länger gebraucht, ja. Und das ist, aber jetzt ist, wenn ich sage, du hättest dir so viel ersparen können, das ist eine einseitige Aussage, natürlich nicht. Eben. Weil du was lernen musstest, was unheimlich wichtig war für dich, da muss man durch. Ja. Und ich sage, Schmerz, solange der rückwirkend dann betrachtet wird, ist man froh, dass man gehabt hat. Weil du wärst dann nicht dieses Wissen, das du dann bist, wenn du das nicht erlebt hättest. Eben, das sehe ich auch. Holofeeling heißt, alles zu erleben. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt in meinem Leben zurückblätter und jetzt kommt dieses eigenartige Jein. Ihr wisst, wenn ich immer ironisch sage, was meinst du hier mit der Kreuzigung und die Folterung davor? Es hat verdammt weh getan. Jetzt lache ich drüber. Ich möchte es nicht missen. Im Nachhinein ist es unheimlich leicht. Ja. Und es bleiben trotzdem nur Gedanken. Und jetzt ist, dass ich immer wieder sage, du ja ich bist. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die kriegst du von mir auf dem Computer kostenlos eingespielt, als wenn du sie gemacht hättest. Du musst sie nicht mehr machen. Ich habe das alles für uns schon gemacht. Aber was mache ich mit einem Deppen, der es nicht haben will, weil er meint, das braucht er nicht. Das Wissen. Egal welches Wissen. Sobald du meinst, dieses Wissen brauche ich nicht, dieses Wissen ist gefährlich, dieses Wissen ist nicht richtig, bist du ein geistloser Narr. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Bist du jetzt jemand, den wir uns ausdenken, dann musst du es eh vergessen, der Gedanke ist schon wieder weg, wenn wir nochmal denken. Du musst nur loslassen können. Was übrigens Streit hätte nicht können. Ja. Ich begreife gar nicht, dass die sich unheimlich über was aufregen, was sie sich ausdenken, dass ihre Aufregung weg wäre, wenn sie es nochmal denken würden. Aber dass die immer schlimmer wird, umso mehr die versuchen, das, was sie sich darüber aufregen, von irgendwas zu überzeugen, das ist unser Spiegel. Du schreist in den Spiegel und er schreit immer mehr. Du musst jetzt der Geist werden, der die Vernunft hat, sich einfach zurückzuziehen. Und geschehen zu lassen. Vater, dein Wille geschehe. Keine Schuldzuweisung mehr.
ich erinnere nochmal an den Pontius Pilatus-Sache und den Hess vom Kriegsgericht, das man jetzt ausdenkt. Mhm. Diese unverbesslichen Fanatiker, der sagt, das ist für mich kein Gericht, was ich mir ausdenke. Mhm. Ich habe nur einen Richter und das ist Gott im Himmel. Ja. Und ich werde nicht zu niemandem anklagen. Auch nicht meine Richter, den Staatsanwalt oder irgendwelche, die mich beschuldigen. Ich lasse es über mich ergehen. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Sorge dich nicht um morgen. Und liebe deine Feinde. Mach dir bewusst, dass jeder Gedanke, den du denkst, ein Körperglied von dir ist. Liebe die Scheiße in deinem Darm, liebe die Bakterien in deinem Mund. So viel zum Thema alles desinfizieren und alles tot machen. Mhm. Du erschaffst immer nur noch mehr Vielheit um dich herum und wirst nie begreifen, was die eigentliche Einheit davon ist. Du selbst. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Wo kommen deine Gedanken her? Wo kommen deine Informationen her? Das Problem bei der sinnlichen Wahrnehmung ist ja, dass du meinst, das ist da außen. Das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Von außen kommt in deinen Träumen, in den Geist kommt überhaupt nichts von außen. Ja. Ja. Es kommt aus dem absoluten Innersten in dich hinein und fällt wieder in das Innerste. Zerst von dem nicht denkbaren Mittelpunkt in dein Innerhalb. Das heißt, der nicht denkbare Mittelpunkt wäre jetzt die untere Hälfte, die wir uns nicht denken. Ich mache es einmal so, da ist eine Facette, da ist unendlich viel drin. Eine bestimmte Facette spannt das innerhalb, das wäre jetzt das Innerhalb. Das mache ich jetzt so. Das, was ich jetzt so mache, ist, weil das nicht denkbar ist, taucht innerhalb von dir was auf. Und jetzt haben wir dann wieder einen Punkt und das innerhalb erzeugt jetzt ein außer Haaralb. In der Sprache ist das alles physikalisch festgelegt, wenn du die Vordersprache verstehst. Und in Bezug jetzt nochmal zum Menschen, alles, was du an den anderen tust, tust du dir selber. Also ihr wisst, ich wetter oberflächlich einseitig betrachtet oft gegen Geld. Und dann doch wieder nicht. Weil das wäre wieder ein. Ich kann in der Sprache immer nur das Aufzählen der 7 Schöpfungstage hat nichts mit einer chronologischen Abfolge zu tun. Das ist wie wenn du anfängst aufzuzählen, was in deiner Küche drin ist. Als erstes erschaffe ich den Herd. Dann erschaffe ich mein Waschbecken und die Töpfe und dann erschaffe ich die Gewürze. Wenn ich an die Küche denke, in der Kollektion gibt es keine Zeit. Auf einer Datei gibt es keine Zeit. Die chronologische Zeit ist diese Achsendrehung. Und wenn man jetzt damit konfrontiert wird, egal wer man ist, wenn du Geist bist, in einer gewissen Reife, was du sagst, stimmt eigentlich. Und sobald irgendeiner meint, es ist irgendwie die Daumen nach unten düben. Das ist einfach, da habe ich doch kein Problem damit, die sind doch schon wieder weg, wenn ich sie nochmal denke. Es ist aber nicht, dass ich die nicht denken will, weil mir ist vollkommen klar, ich kann ja Freude gar nicht erleben, wenn kein Leid da ist. Ja. Ja, ja. Es gibt ja keine Neuschöpfung, kein, wie ich immer wieder sage, kein Wachstum, wenn keine Zerstörung. Der Säugling muss zerstört werden, dass er ein Greis wird, Schulkind wird, bla bla bla, und der Greis, die mir Gehreihe ist. Der muss körperlich zerstört werden, dass du auf die nächste, dass die Raube muss zerstört werden, dass ihr Schmetterling wird. Du musst raus aus der Matrix 1. Jetzt in deine Traumwelt ist die Matrix 2. Du bist der träumende Geist in dem Film Matrix. Meinst du, dass, wie oft habe ich gesagt, die Wachowski-Brüder, dass die in irgendeiner Form, die wir uns jetzt ausdenken, was anders geschrieben haben können an Drehbuch und an Geschichte, wie das, was wir uns jetzt denken? Du drehst schon wieder die Kausalität auf den Kopf. Du denkst dir was und meinst, es war schon da, bevor du es gedacht hast. Und du meinst, dass irgendein Mensch, den du dir denkst, anders sein könnte oder was anderes gemacht haben könnte, ohne dass du das denkst. Dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, was machen kann, ist das einmal die Grundvoraussetzung, dass du dir den jetzt denkst. Und wer bestimmt jetzt, was die gemacht haben oder entdeckt haben, angeblich in der Vergangenheit? Und wann passiert das? Hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist der rote Kopf eines bewusst träumenden Geistes. Ja. Ich bin der Einzige, der dir das sogar streng wissenschaftlich beweist. Den Beweis findest du in deinen Physikbüchern. Den Beweis findest du in deinen Chemiebüchern. Du darfst nur nicht den Fehler machen, dass du deinen Professoren fragst, weil die geistlos nur nachäffen. Die wissen nämlich nicht, was das bedeutet. Wobei alles, was sie sagen, trotzdem richtig ist, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich sage immer wieder, das ist wie wenn einer behauptet, ein Auto ist ein Kabelstecker. Und der andere sagt, nein, ein Auto ist ein Schlauch oder ein Spiegel oder eine Zündkerze. Ich kann ja nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber inwieweit stimmt es in Bezug auf das Wort Auto?
Mhm. Autos ist das selbst im Griechischen. Mhm. Mhm. Ich selbst bin bloß ein Trockennasenaffe. Genau dieser Körper, der ich jetzt bin, wenn ich an den ich denke, wenn ich mir an mich denke. Bist du das wirklich? Ein bisschen. Du bist auch halt deine anderen Gedanken. Genau. Das sind so einfache Worte. Du bist jeder deiner Gedanken, die du dir denkst, aber keiner dieser Gedanken. Ich sage, der immer ist, Elhayom UB 86. Ich bin all die ganzen Wellen, die ich aufschmeiße, ich bin aber nicht irgendeine bestimmte Welle, wo ich sage, das bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Wie oft habe ich den Satz schon wiederholt? Mhm. Jetzt frage ich dich, über welchen Geist, jetzt kommt schon, verfügt der Affe? Das ist jetzt schon, merkst du, das passt schon, aber ich bleibe mal in der Sprache. Über welchen Geist verfügt eigentlich ein Affe, der das von mir hört und sagt, das stimmt nicht? Mhm. Ein Affe verfügt natürlich über einen Geist. Du bist der Geist für jeden Affen, den du dir ausdenkst. Mhm. Mhm. Geist ist ja etwas, was man nicht besitzen kann. Das kann man nur sein, bewusst sein, nicht bewusst haben. Ja. Mhm. Ja. Darum ist meine Botschaft nur an den gerichtet, der sich jetzt den Beder, die Margot und den Udo ausdenkt. Und der Beder, die Margot und der Udo als Ding an sich sind nicht diese Pixelmännchen, die du jetzt denkst. Und der Udo, der jetzt, den du hörst, ist nicht der Lautsprecher, den du zuhörst. Und wenn ich meine Fettings immer wieder sage, musste immer eins klar sein, der Peter im Vornamen ist die Erstgeburt. Die Margot ist die Lichtung Gottes. Die weibliche Hälfte von der Erstgeburt. Geht Nomen ist Nomen in jedem Nomen. Und es gilt auch für deine Normen, den du dir gibst, jetzt in deinem jetzigen Leben. Und da musst du dir nicht irgendeinen, wenn du jetzt ein ESO-Spinner bist, irgendeinen, das ist natürlich wieder eine einseitige Aussage, du musst dir nicht irgendeinen indischen Normen geben, dass du meinst, dann bist du besser. Sei doch zuerst einmal, begreif, was du jetzt bist und was das bedeutet, was du jetzt bist. Und Gedanke von dir wird es nie begreifen. Ist eine einseitige Aussage, merkst du das? Selbstverständlich können das Gedanken von dir auch wissen, wenn du dir denkst, dass die das wissen. Deswegen wissen sie es aber trotzdem nicht. Dann glaubst du das bloß, dass die das wissen. Ja. Der Einzige, der etwas wissen kann, ist der Geist, der sich ausdenkt. Und ein ausgedachter Geist, der sich was ausdenkt, ist schon wieder bloß ein Gedanke. Ja. Großartig. Gigantisch. G-Rossartig hast du jetzt gesagt. Das Ross ist Sus und G ist J. Der Geist ist J, der kleine Gott. Du hast großartig gesagt. G, der Geist ist J, das ist der Gott. Und Ross ist Sus, Jesus. Ja. Stimmt, Margot? Ja, absolut. Und das ist Tick. Und das ist Tick, wichtig. Das ist wichtig. Das ist der Mittelpunkt von allem. So. Wunderbar. Jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir es geschafft. Oh, Insider, ein göttliches Gespräch. G schafft. G, I, Quadrat, das sind wir zwei. Die Synthese von JCH, ICH. Mhm. Ja. Das schafft. G schafft. Ja, das E Quadrat, immer wieder dasselbe. R schafft alles. Schafft wiederum logisch AFF, die Schöpfung von zwei Facetten. Das sind die Affinität. Darum ist Kof, der Buchstabe Kof, die 101 unendlich. Übrigens zu den zwei Nullen nochmal. Die 1 ist die absolute 1. Das ist ja in dem Beroshe, beginnt ja mit 2, weil die 1 du nicht denken kannst. Die müssen 2 werden. Die Bitten dieses Kopfes. Und jetzt ist es, wenn mir immer die Zehner stellen soll, kannst du das dann mal vollkommen ignorieren. 1, 10, 100 ist eine Steigerung, entweder in die rote oder in die blaue Richtung. Mhm. Ja. Okay? Ja. Und jetzt ist es, dass für die 2, denkst du immer, sag ich, die 2 Nullen schieben wir zusammen, machen wir das Unendlichkeitszeichen, dann haben wir die 1, das absolute Uni, ist 1 und unendlich. Mhm. Und die 3, die Tausender, die 3 Nullen, es ist, steht für die Trinität 111. Darum ist es das Aleph. Wenn wir Aleph Aleph aussprechen, hast du es ja auch 1000. Ja. 1000 symbolisiert in der Mythologie diese Trinität unendlich viel. Ja. Ich zigfach darauf hingewiesen. Ja. Göttlich unendlich. Jetzt können wir uns die 4 nochmal erklären, dann nochmal 2, aber das wird jetzt, das wird so reichen, wenn du das einfach akzeptierst. Ja, ja. Genau. Ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, wenn du ausgeschalten hast. Dann schalten wir jetzt uns weg wieder. Wir gehen jetzt wieder heim und lassen den Brösel, der uns ausdenkt, allein. Das ist gut.
Richtig. Vielleicht kommt er auch einmal zu uns heim. Ja. Bis gleich. Oh. Danke, danke, Udo.